Geil, mhm. geil, geil, mhm. geil. Ah, das zeigt jetzt so schnell, damit du in Groove kommst. Wir haben jetzt neu auch einen Titelsong. So. Bam, ja. Du bist der Erste, der den wird haben. Yes. Boom! Ja, hoi! Hoi, Sven! Wir sind zurück und ich weiß nicht, vielleicht habe ich schon zu viel Kaffee gehabt, ich freue mich riesig. Ich bin auch, ja, ich habe auch recht viel Kaffein, Intus oder Koffein und freue mich drauf, ja. Geiles Sieg. Was passiert. Willkommen in Zürich übrigens. Du, vielen herzlichen Dank. Darf ich, dass die Leute wissen, dass wir in Zürich sind? Natürlich. Okay. Kreis 4. Kreis 4. Hey, da geht's ab, du. Es ist so geil. Vor allem am Montagmittag. Ui. Ja gut. Oder wenn auch immer dir das loset. Genau, ja. Stimmt, ja. Es könnte ja auch... Es könnte ja auch... Samstag oben sein, weil man sonst nichts zu tun hat. Absolut, ja. Ich hoffe es nicht, aber... Nein. Aber wenn man am Samstag oben los, ist super. Ja, es ist wirklich mega chillig wahrscheinlich. Du darfst nicht mehr zu verärgern. Weißt du, du musst quasi immer alle einbeziehen. Stimmt, ja. Egal wo ihr es hört, egal welche Sprache ihr redet. Genau. Ich habe schon viel Spass dabei. Genau. Welcome. Everybody's welcome. Inklusive so. Podcast, sehr schön. Yes. Du hast gerade vorher, wegen dem Song, den wir jetzt neu haben, hast du gesagt, ein bisschen Jazz, ein bisschen Jazz braucht gehört immer, zum Stand-up. Bist du auch einer von denen, also ich gehöre zu denen, wo sagt, Stand-up ist wie Jazz? So gesagt habe ich den Satz wahrscheinlich noch nie, aber ich weiß nicht unbedingt. Also ich glaube, mein Stand-up ist mehr so Helene Fischer oder so, also straight zum Refrain, ohne grosse Umschweife. Ja, wenn man das kann, ist natürlich geil. Ja, also das ist mein Ziel. Also wenn ich den Witz noch am Schreiben bin, dann ist es schon ein bisschen jazzig und es passt vielleicht nicht alles zusammen. Aber wahrscheinlich doch so kranke Stand-up, so Hannibal Buress, weißt du, so absurdes Zeug, das ist schon eher jazzmäßig, würde ich sagen. Aber so ganz einfacher Stand-up ist halt so Scooter und ist auch voll easy, wenn du es kannst. Das ist, okay, Scooter finde ich heftig. Ja, aber wenn du einen Scooter willst und einen Scooter bekommst, ist es super geil. Das stimmt natürlich. Ja. Wobei, ich habe schon von Leuten gehört, die an einem Scooter-Konzert sind und nach 5 Minuten haben sie gesagt, okay. Das ist genug Scooter für das nächste Jahr. Als Gag ist es eine mega tolle Idee. So, komm, wir gehen an einen Scooter-Konzert. Ja, ich kann ironisch schauen. Gell? Kollege Frank Richter ist, glaube ich, schon dreimal gesehen und findet es, glaube ich, ja, stimmt, geil. Hat mir auch erzählt. Ja. Er ist ja mega auf K-Pop. Frank, grüße dich an dieser Stelle. Danke, dass du mir K-Pop gezeigt hast, wo wir auf... Ich glaube, irgendwo auf St. Gallen gefahren. Wir fahren oft zusammen Auftritt und dann. Ich habe beim Funk das Gefühl, er hört K-Pop nicht nur wegen der Musik. Das kann natürlich auch gut sein. Ja. Aber das so. Ja, aber geile Idee mit dem Stand-up vergleichen mit Musikstyle. Also ich finde aber nicht Stand-up an sich ist Jazz, aber was ist dein Humor für eine Musikart? Ja, das habe ich noch nie definiert, was mein Humor für eine Musikart ist. Sprich, ich habe immer im Programm überlegt, was das genau ist. Und ein bisschen Baschi hat es drin, ne? Also zum Beispiel Wirnli Promi ist ganz klar, also wenn ich ganz vorne anfange, ist Multitalentfall ist mein erster gesehen. Und das ist so, das ist eigentlich ein schlechter Punk-Song gesehen. So. In der Garage oft irgendwie mal schrummen ein bisschen rum. Ja, und ja. Wir wissen nicht, was wir machen. Ja, und dann ist, kann auch funktionieren, ja. Also ist auch geil. Und dann ist Wienerli Promi ist wirklich so eine absolute, das war dann wahrscheinlich so Helene Fischer gesehen. Habe ich übrigens, glaube ich, sogar gesungen in der Premiere. Also das ist so gesehen einfach wirklich Baller-Pop. Ja, ja. So. Und dann mit Halbidiot, das war natürlich so meine grosse Phase, gewesen, wo ich gefunden habe, dort habe ich viel Bob Dylan gelost und lang. Ah, okay, weißt, das ist deep geworden. Ja. Genau, und dann findest du, jetzt wird es mehr so ein Singer-Songwriter-Ding, oder? Mit so Schichten, wo zwar niemand versteht. Wenn du jetzt dreimal los ist, dann denkst du immer eine neue Message, oder? Und, ja, aber es ist krass, weil ich habe dort klassisch, die Abfolge vom Programm ist gesehen wie ein klassisch griechisches Theater. Es hat niemand gewusst, sehr außer geil. Ich. Ja. Und ein Mensch, der mal gekommen ist in... Ash. Also, ist das Basel? Basel-Land. Ja. Und dort gibt es einen coolen Kulturkeller. Wie heißt der jetzt? Eben nicht Burgbach-Keller, Schlössli-Keller, nein, ich weiß auch nicht. Also, okay, aber ein Mann. Es tut mir mega leid, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie der Keller heißt, aber es ist eine ganz geile Location. Und dann ist da eine Frau gekommen und hat gesagt: Ich finde das toll, dass du so wie. Es ist eigentlich gesehen wie ein griechisches Theaterstück mit dieser Einleitung da. Und ich so, und du hast keine Ahnung, du sagst: Ja, genau, habe ich extra gemacht. Der einzige Mensch. Und ich gesagt: Ich will ja eigentlich gar nicht, dass Leute das merken. Soll sie ja so aber, was locker ist, anfühlen. Ist das dann einfach irgendwie so eben mit einem Anfangsteil und dann irgendwie ein paar. Weißt du, was macht es aus? Irgendwie so.
Dort hat es ausgemacht, dass ich halt eine Geschichte über den ganzen Oben erzählt habe und immer wieder abgeschweift bin. Und durch das hast du natürlich mit jedem Mal, wo du auf die Geschichte zurückgekommen bist, hast du einen neuen Impuls gesetzt, sozusagen. Okay. Also es ist geil. Es ist eigentlich wie wenn du so ein blödes Drei-Buch, ein Buch lesest darüber, wie man drei Bücher schreibt. Und dort steht dann so, Beispiel Chinatown mit dem Jack Nicholson. 30 Minuten Einleitung, dann kommt der erste Twist, dann 60 Minuten Hauptgeschichte und dann nochmal Schlusstwist, wo dann sie gerettet werden muss. Oder? Geil, das ist so die Basis von einem Drei-Buch. Und jeder Hollywood-Film funktioniert genau nach dem Schema. Voll. Ich finde, auch die primitivsten Scheisskomödien haben auf dem Schluss, so die letzten 20 Minuten, ist noch so, natürlich, ich habe es jetzt gemerkt. Plot-Twist und so. Genau. Der Wedding Crasher ist doch ein Liebe. So, weißt? Ich habe den Film geliebt im Fall. Wedding Crasher? Ich bin so abgegangen zu dem Film im Fall. Ich habe auch mega geil gefunden. Ich habe ihn im Kino geschaut. Ich habe mega lustig gefunden. Und jetzt aber an Silvester sind wir in der Bar gesehen mit ein paar Leuten. Und dann hat ich halt so gesehen, jo, was schauen denn alle? Und ich habe irgendwie nebenbei noch geschafft und habe noch so ein bisschen zugelassen. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist es ein mega scheiß Film. Nein, ruf bitte, ich habe nie mehr geschaut im Fall. Seit dem Abend im Abaton im Jahr 2000. Aber verhebt irgendwie nicht ganz. Nein, ich wollte es gar nicht hören im Fall. American Pie, verhebt zum Beispiel. Ja, aber auch nur irgendwie 1 und 2. Ab dem 3 wird es dann irgendwie mega absurd und das 4 ist schon mit anderen Schauspielern. Ja. Aber ja, gut, zwei Filme sind voll easy. Es hat ja dann noch 37 Spin-offs gegeben. Ja, genau. Aber ist nicht das 3, wo sie heiraten? Doch, ich glaube, und da sind es noch die gleichen Schauspieler, oder? Ja. Auch der, und der ist auch recht. Ja, der ist auch cool, ja. Aber das Reunion? Ist natürlich das 4 ist doch, das 4 hat doch noch irgendwann eine Reunion gegeben, 20 Jahre später. Aber ich weiß wirklich nicht, ob da die gleichen Schauspieler gewesen sind, Mann. Aber nein, der Wedding Crasher, Owen Wilson, ich glaube, der Einzige, der ihn gerne hat, und der Vince Vaughn. Nein, der Owen Wilson ist großartig. Ja. Geil. Und man erzählt sich immer noch die Geschichte, dass der Owen Wilson, der in Basel war, und im Café Mitte ein Cappuccino getrunken hat und nachher ist er in so einem Body ins Eglisee, ist er geschwommen. Sehr geil. Und nur so 2-3 Kiddies haben ihn erkannt und haben Fotos mit ihm gemacht. Ich sagte, im Film ist scheiße gewesen. Mr. Wilson. Nein, ich finde großartig. Ich habe zum Beispiel, was ist es? Shanghai Noon. Ja, den habe ich auch geschaut vor ein paar, gar nicht so lange her im Fall, 2-3 Wochen irgendwie auf Sat 1 oder so ein Sender, wo... Habe ich auch gerade geschaut, so vor 2-3 Stunden. So. Der Director's Cut, gell? Also jeden Tag. Die 4-stündige Version. Nein, aber ich weiß auch nicht, es sind so Klassiker, die ich einfach sehr geil finde. Also, geil. Also ich habe jetzt nicht darauf gewartet und bin am 7:45 wie zu guten alten Zeiten am Samstagabend zu Hause gewesen. Aber wenn der läuft, dann wird das geschaut in meinem Haus. Ja, vor allem, ich habe die Kombo gut gefunden, Jackie Chan. Und Owen Wilson. Aber bist du nicht auch enttäuscht, wo du siehst, dass er ein mega Tyrann war zu seiner Familie, der Jackie Chan? Dass er mega was? Er war mega ein Tyrann zu seiner Familie. Er hat irgendwie vor... also, ich hoffe, das stimmt, was ich in dem Artikel gelesen habe. Sonst tut es mir leid, Mr. Chan. Er war mega so der selbstverliebte, harte Vater und hat es sehr bereut und hat vor ein paar Jahren so ein Interview gegeben. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, ja. Ich habe ihn immer als coolen, netten Typ gesehen, der mit dem Chris Tucker... Leute auseinander nimmt. Ich bin so Jackie Chan Fan gesehen, dass ich Anfang 2000 habe ich sein Buch gelesen. Aber eine Biografie oder einfach so ein Actionbuch? Nein, Autobiografie. Geil. Und es ist wirklich krass gesehen, halt die Schule, die er durchgemacht hat, ist halt wirklich so gesehen mit irgendwie 6 Stunden. Auf der Hand an der Wand stehen und dann nachher wirst du mit Bambusstöcken verprügelt und was weiß ich. Von dem wärst du vielleicht noch ein netter Vater gewesen, wenn so eine Schule durchgezogen hast. Also kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie noch so 2-3 Sachen ein bisschen hängen bleiben. So, ja, klar. Wenn das deine Erziehung gesehen ist. Scheiße. Weil das ist noch gesehen mit dem Sammo Hung und all den Martial Arts TV-Film-Legende, die es damals gegeben hat. Ich habe das Buch gelesen, bei dieser Zeit die Autobiografie oder die Biografie von Tony Hawk. Weil mein Vater hat mir gesagt, schau, über die Ferien musst du das Buch lesen. Ich so, ja, voll easy. Und dann habe ich halt so viel Tony Hawk gegeben, dass ich alles über ihn wissen wollte. Und dann habe ich das gelesen. Und hat mein Leben nicht verändert, aber es war ein geiles Buch. Der Tony Hawk hat in irgendeinem Interview hat erzählt, wie er einfach sich dumm und dämlich verdient hat mit dem Spiel. Ja, genau. Und zwar, dass er nicht einmal gewusst, was der Deal ist. Und das Ding ist so gut gelaufen, dass sie irgendwann mal auf den Scheck ihm gegeben haben von 10 Millionen Dollar und gesagt haben, übrigens, das erste Jahr ist recht okay gewesen. Geil. So, was? Ich habe das so oft gamed im Fall. Wirklich, ich habe das Spiel geliebt. Ich habe das mega oft gamed und
Kelly Slater, Pro-Surfer. Ah, Pro-Surfer. Sie haben genau das Gleiche gemacht, genau. Einfach auf Wasser. So ein Kickflip mit dem Surfboard. Genau. Und so, ja. Das ist wirklich, das ist genau die gleiche Engine gesehen. Das ist alles genau gleich. Ich habe darum Sean Palmer Snowboarding einfach immer gegeben. Immer Demo-Version, weil die noch auf dem Tony Hawk drauf war. Und auch, dann habe ich immer das Gefühl, ich wäre krass, wenn ich snowboarden gehe und kann irgendwie nicht können. Ich habe ein Snowboard-Game habe ich auf der Xbox gespielt, wo viel geiler war. Wie hat das geheißen? Das ist jetzt mega peinlich. Weißt du, für die Leute, die hören, die so denken, Alter. Ja, wir sind ein bisschen abgeschlossen. Also, ich weiss es ja. Also, um die Geschichte fertig zu machen, ja. Das letzte Programm, Feel Good Comedian, habe ich dann gefunden, soll mehr so ein zeitloser Popsong sein. Etwas Klassisches. Ja, so wirklich einer, wo du immer kannst hören. Würde das Wort Powerballade verwenden? Nein, keine Ballade, sondern schon, okay. Schon ein bisschen so. So ein Nickelback-Song. Nein, und ich schätze zum Beispiel... ich finde Nickelback ziemlich geil. Ronan Keating zum Beispiel. Weißt du sowas? Okay, ja. Life is a roller coaster. Okay. Also, du schaltest nicht um. Aber du weißt, es ist Sonntagnachmittag. Du hörst ihn aber nie bewusst daheim. Also, ja, ja, ich glaube nicht, dass heutzutage noch jemand sagt, hey, ich muss jetzt... Wie heißt das geile Lied schon wieder? Aber wenn er dann kommt, oder... want to make her happy. Geil. Want to make her sad. Ey, ich muss sagen, meine Ronan Keating-Kenntnisse sind noch ein bisschen zu tief im Fall. Nein, das ist nicht Ronan Keating, der zweite. Das ist schon irgendein anderer gesehen. Oder, was ich auch immer gehört habe, Inner Smile von Texas. Ah, okay. You make me feel, yeah. Ja, ja. So, das ist so ein bisschen geil, die Idee. Geil. Okay. Und darum, ich sehe immer mega viele Parallelen zwischen Musik und Stand-Up. Ja, also, ja, nein, das sowieso. Also, auch ein Programm erarbeiten, habe ich das Gefühl, ist wie ein Album erarbeiten. Weil du hast zum Teil ein mega geiles Lied. Ja, klar. Du sagst, aber das passt jetzt nicht zu den anderen 10. Ja, ja. Oder du hörst halt die Einflüsse, die du hast in dieser Phase, die du geschrieben hast. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Lied gleich ist. Also, dass du das aufsuchst und dann irgendwie als Lied wiedergibst. Mhm. Und bei den Jokes ist das Gleiche. Also, erfindest du nicht komplett irgendeine Existenz, die du gar nicht hast, sondern sind halt also, im besten Fall. Sondern es sind ja immer ein bisschen Grundlagen, die du wirklich hast und dann übertreibst du ein bisschen. Das stimmt. Ich finde aber, der Akt an sich, dass wenn du wirklich auf der Bühne stehst, das empfinde ich komplett als Jazz. Weil du hast so ein Grundthema und ich finde aber, du machst das auch, weil zum Beispiel du improvisierst mega viel mit dem Publikum und machst Crowdwork und das ist für mich wie Jazz. Ja, du hast vielleicht so zwei, drei Handgriffe, wo du auf der Flöte ready hast, aber... Wenn es mal da durchgeht, sagst du, wieso nicht? Ja gut, aber das ist dann, also wenn wir sagen, Jazz ist einfach improvisieren, dann sicher. Aber du Nein, kannst nicht auch. Nur, sondern ich finde das immer so geil, zum Beispiel, weißt wenn du ein Jazz-Album anschaust, dann heisst es irgendwie Takes 27. Ja. Und dann hast du, wenn du die Bonus-CD noch dazu hast, dann hörst du noch Take 3 und 17 und was weiß ich. Ja. Und dann merkst du, aha, es ist im Grundsatz ist schon etwa das. Du erkennst so ein Thema, du erkennst so etwas wie eine Grundmelodie, aber Jesus, der Saxophonist, der geht jetzt in eine komplett andere Richtung. Da hat er sich gar nicht gespürt. Ja, da geht ein bisschen mehr in das. Ich meine es mehr so. Ja, nein, dann sicher. Also dann sicher, dass mit das Element vom Umprobieren und wie du gesagt hast, du hast zwei, drei Jokes oder zwei, drei Fragen, wo du hoffst, dass die Antwort kommt und dann kannst du die high eingeübte Solo richtig schamlos als improvisiert verkaufen. Das ist natürlich immer geil. Wo ich aber so ein bisschen das Gefühl habe, ich würde eher, also wieso ich nicht gerade gesagt habe, ja, es ist wie Jazz, ist für mich ist halt Jazz immer so ein bisschen die crazy Tonleiter, weißt du, ich kenne mich wirklich nicht so aus, aber so irgendwie dissonant oder weißt du, wo jeder Ton irgendwie nicht unbedingt zusammenpasst, während ich den Mut einfach nicht habe, dass auf irgendeiner Bühne in der Schweiz Leute Jazz servieren. Ich habe das Gefühl, ich gehe lieber mit einem so mega klassischen Blues-Riff rein, wo 5 Töne, ich weiss, die passen gut zusammen und spiele die immer wieder. Aber Jazz wäre natürlich super geil, wenn du das im Griff hast und das auf jeder Bühne bringen könntest. Aber, ja, ich weiss, was du meinst. Aber im Grundsatz völlig. Also improvisieren, es wäre sehr langweilig. Ja, bitte. Ich muss wahrscheinlich mal definieren, welche Form von Jazz das genau ist. Ich glaube, ich bin zu einer Spitzfindung übergekommen. Ja, weißt du, es ist schon Jazz, oder? Weil Free Jazz ist ja... ja, ziemlich. Das wäre dann so James Acaster oder so. Ja. Weißt du, wo wirklich auf crazy Stand-up, du hast keine Ahnung, was passiert. Ja, voll. Aber ich bin halt mehr... Ich bin einfach noch nicht so lange dabei oder noch nicht so gut. Und ich muss auch mein Publikum finden, in dem Sinn, dass ich so crazy Sachen machen könnte. Aber ich weiß auch nicht. Also hast du das Gefühl, die Schweiz wäre parat für Comedy-Jazz?
Weißt du, in dem crazy Sinn, wie du es jetzt gesagt hast? Ich habe das Gefühl, sie ist bereit, aber halt in so kleinen Mengen, ja, dass das nicht kannst machen. Wie Jazz halt, oder? Genau. Ja, aber ja, es ist ja auch. Ich bin schon in 2-3 Jazzclubs gesehen und habe so gedacht, das war auch der perfekte Comedy Club. Das erklärt der Hut. Hast du dort irgendwo geklaut, gell? Jetzt ist Rock, jetzt ist Jazz. Ich spiele genau das Gleiche, aber es ist ein Hut. Darum ist es ist so ein Hut, der auf alle möglichen, genau, Stile anpasst. Könnte auch World Music sein, ganz ehrlich. Es könnte auch Schlager sein. Aber es könnte auch Hip-Hop sein, weißt du, so ein bisschen so. Das ist schon, ja. Das sehe ich jetzt auch, ja. 90s are back. Das ist ganz schlimm. Und was ich gemerkt habe, es kann auch richtig geile so Indie-Brit-Rock sein, wenn ich. Schau mal. Stimmt. Oh, how are you doing? I'm doing a bit of the drumming today. Sehr geil. Oder? Du, ich glaube, bei der Langstrasse hast du genug Verehrerinnen mit dem. Nein, sondern es ist wirklich ein Nischending, weil ich habe das Gefühl, du bist ja schon gesehen, Open Mic in der Long Street. Ja, ja, klar. So, jeden Mittwoch übrigens, kommt vorbei. Genau, fährt jetzt wieder an. Ja. So, und dort hast du natürlich Menschen zwischen 20 und 25, eher hipsterig, ja, ja. Szene, was weiß ich. Urban. Zahlen wahrscheinlich nie im Leben eine Rappe zum Comedy schauen, ja. Aber wenn sie dort sind und uns konsumieren, finden sie es mega geil. Ja, ja, da kannst du auch ganz anderes Zeug bringen, finde ich. Also, und das ist dann sicher der Jazz-Comedy-Groove. Ja, ja. Ja, absolut. Aber gehen mal auf, ich sage jetzt extra, irgendwo anders an. Also, ja, ich sage jetzt extra keinen spezifischen Ort, ja, aber halt, ja, irgendjemand anders. Ja. Alles, was weiter ist als vielleicht 3 Kilometer. Und dann wird es schwierig. Ja, klar. Ja, aber du kannst auch irgendwie, sagen wir, in der Stadt bleiben, aber einfach das Ding ändern. Also weißt du, so das ganze Setting. Wenn es nicht mehr so ein kleiner, sagen wir, schmuddeliger, dunkler Keller ist, dann kannst du auch wieder ganz andere Witze bringen, wenn es eine Dreifachturnhalle ist, egal wo die ist. Also dann kommst du nicht durch mit kleinen, weiß auch nicht, so ein bisschen halb Insider-Witz, wo Leute nur kennen, wenn sie in Zürich oder irgendwo in einer anderen Stadt sind, kommen dort irgendwie nicht an. Das ist so. Und ich find das auch immer, krass, wenn du merkst, wie es nicht nur darum geht, was das Publikum für einen Humor hat, sondern auch was für eine Erfahrung, ja, ja, als Zuschauer. Ich finde, das ist in der Schweiz ist das noch mega spürbar, wenn du es dann vergleichst zum Beispiel mit etwas in Deutschland oder so. Ja. Ich merke, die Zuschauer haben auch schon mehr Stunden Comedy konsumiert. Das ja, heißt, gut sein, ja. Oder das, in dieser Form zumindest, genau, so Stand-up halt. Ja. Das heißt, in gewissen Moment merkst du dann, aha, der Joke, da muss ich bei den einen, muss ich dann nicht einmal fertig erzählen, weil sie schon wissen, ja, es geht jetzt in die Richtung und es ist fast geiler, wenn du dann still bist. Und bei den anderen bringst du den ganzen Witz und sie lachen noch nie. Ja, ja. Und dann forschen wir an erklären und dann verrecken sie. Ja, ja. Weißt du, das ist so. Im besten Fall. Ja, also, habe ich gehört. Genau, von einem Kollegen, der lustig ist. Gell? Hat mir der Frank auch gesagt, ja. Ich habe es schon gesehen. Genau. Nein, die Unterschiede sind verdammt gross, aber zum Teil ist es mühsam, aber also ist eigentlich auch das Geile, nicht? Dass die Kunst ist, dich wirklich anzupassen an die Leute. Zwar du selber bleiben, aber so ein Teil von dir zu zeigen, wo du weißt, der kommt dort an und der andere Teil kommt weniger gut an. Und du bist ein gutes Beispiel für das, weil ich sehe so 2-3 Leute, Charlie zum Beispiel, Kiko oder eben auch die, wo ich sage, das funktioniert irgendwie überall. Ja, ja. Weil man eben auch das Gespür kriegt. Ja, ja, aber es ist. Da bringe ich jetzt eben die fünf Blues Riffs. Genau. Zum Warmwerden. Genau. Und das finde ich wirklich bei dir sehr spürbar. Ja, ja. Yeah. Ja, ich habe auch irgendwie das Glück oder das Pech, halt alles Mögliche zu machen. Im Sinne von nicht alles jetzt irgendwie als verzweifelter Typ, ich muss jetzt alles machen, sondern auch, ich habe in kurzer Zeit so verschiedene Auftritte gehabt, und das prägt dich mega. Also irgendwie wirklich von fast reiner Balkan-Crowd an einem Tag und am nächsten Tag bin ich an der Surselva Kulturnacht in Graubünden, wo Deutsch nicht Muttersprache ist, aber nicht weil es Ausländer sind, sondern weil es halt rätoromanisch redet. Yeah. Durchschnittsalter ein bisschen höher als jetzt, sagen wir mal, meine klassische Zielgruppe. Und ich fange an mit meinem Stand-up. Ich merke so die geilsten Jokes, einfach nichts. Nicht mal nicht lustig, sondern so
man begreift gar nicht, was ich ja, will. Genau. Und dann, so, okay, nach so 3-4 Minuten, dann war einfach nur noch improvisieren, gewesen, die Gitarre vorgeholt, irgendwelche Sprüche mit diesen Leuten geklopft und es ist sehr gut rausgekommen. Mhm. Aber da kackst du auch ab, die ersten 5-6 Mal oder noch mehr, bis das ein drin hast, ein das improvisieren. Das ist das Geile an der Schweiz, weil das befreit ja auch ein Stück weit. Ja. Dass du auf einmal merkst, aha, das kann ich auch machen. Genau. Das ja. kann ich auch machen. Oder es zwingt dich, auf neue Ebenen zu gehen. Genau. Also ich hätte jetzt meine Sachen mit der Gitarre nie gemacht. Es ist wirklich aus Not entstanden, im Sinne von, mit Musik können sich die Leute viel einfacher connecten. Leute, die jetzt irgendwie nicht unbedingt auf Stand-up stehen, aber an dem Weihnachtsessen trotzdem dabei sind, die kannst du viel besser abholen, wenn du etwas Musikalisches machst. Und dann ist ein ganz neues Level aufgegangen mit dem halt. Ja. Darum habe ich auch irgendwann angefangen improvisieren. Ja. Weil eben Wienerli Promi, das ist so spezifisch und sehr, sehr städtisch gesehen. Und ja. Da habe ich gemerkt, die 50% im Programm, die mit dem zu tun haben, die habe ich, wenn ich in Engelberg gespielt habe. Nein, das kannst du gerade weg. Die interessiert schon nicht, was ein Promi ist. Ja, schon klar. Wenn ja. du dann in dem noch probierst, irgendwie so eine lustige Nische. Ja. Fuck that. Sicher nicht. Und dann musst du wirklich einfach. Da, wer bist du? Genau, ja. Und dann geht's los. Und dann machst du wirklich einfach fucking 30 Minuten, schwätzt mit den Leuten und sie haben einen Plausch und du merkst, das funktioniert auch und da kann man sich auch klar. weiterentwickeln. Das ist meine Gitarre. Ja. Und dann bin ich dann wieder zu schlecht. Ja, aber eben, es geht gar nicht darum, wie gut es... Ich finde es immer wichtig, dass du weißt, wie gut du etwas bist. Also mit meiner Gitarre spiele ich eben kein Crazy Jazz und irgendwas so etwas. Und ich habe wirklich ich habe all das wirklich so ausgelegt, dass ich es im nervösesten, unschilligsten Zeitpunkt noch anbringe, das Lied auf der Gitarre zu spielen. Also 3-4 Akkorde. Auch irgendwie nach 2 Bier und bei -5 Grad könnte ich die Akkorde irgendwie anbringen. Mhm. Ich könnte es schon besser spielen, wenn ich alleine daheim sitze und es 10-mal versuche. Aber es bringt es gar nicht. Ich bin nicht dort, weil ich ein Gitarrist bin, sondern weil ich probiere, ein Comedian zu sein und lustig zu sein. Und darum finde ich, das ist eine recht gute Methode. Einfach wirklich bombensichere Lieder und der Rest ist einfach alles Comedy. Und, ja. Das ist aber zum Beispiel auch geil am Helge Schneider. Ja. Wo du dann auf Geschichten hörst, wie so, ja, wir haben Helge Schneider schauen. Und dann hast du einfach ans Klavier gesessen und hat eine Stunde lang gespielt. Das ist schon geil. Ja. Dann ist es wieder gegangen. So. Du hast deine Show bekommen, ja. Genau, heute habe ich keinen Bock, heute habe ich keinen Bock auf Comedy. Heute spiele ich ein bisschen. Und an einem anderen Tag hat er nie gespielt und labert einfach nur Scheiße. Ja. Vor als Klaviaturist zu auftreten, genau. Hat er angefangen. So. Ja. Macht er einfach mal eine Stunde Stand-up. Im grossen Konzert. Genau. Frack, weißt du, so Flügel gesessen. 30 Leute im Orchester parat. Genau. Die ganze Zeit so. Weißt du? Viele Harmoniker haben sich getroffen. Kommen so Furzwitz von ihm. Du hast gesagt, du machst es noch nicht so lange, aber du machst für Schweizer Verhältnis doch schon so, würde ich sagen, oberes Drittel von der Länge, wo man machen kann, ja, im Bereich Stand-up. Ja, doch schon. Also wir haben ja mal darüber gehabt, dass so wellenmäßig Leute angefangen haben, oder? Weißt du, der Charlie, ich weiß nicht, wer noch alles so in der ersten Welle war, weißt du noch, wo... Ja, vor uns ist noch ein bisschen, also noch früher ist gesehen, zum Beispiel Zucco. Ja, genau, vielleicht ist Zucco ist so der erste Stand-Upper gesehen. Genau, wo du wirklich sagen, ich meine, Comedy hat es ja schon immer gegeben, aber so Stand-Up halt. Und dann ist so eine Welle gesehen mit Jacobo Müller, wo irgendwie der Elsner, Bröckelmann, Unterrecker, so. Die sind dann alle deutlich bekannt geworden. Und dann ist es gesehen, Büssi, Charlie, genau. Ich. Ja. Andere, die ich jetzt nicht erwähnen will, gibt es nicht mehr. Genau. Nein, und dann schon bald eben... Ja, es sind irgendwann mal der Frank, ich, du. Eddie, wer ist noch? Isabel Meili, ist auch, da, auch bei dir gewesen, oder im Podcast habe ich gesehen. Ja. Wir haben ein paar gleichzeitig angefangen. Nico Arn, Sepp, wer ist noch? Ich meine, Kiko ist auch nicht viel später gekommen. Nein. Ein halbes Jahr später oder so, habe ich das Gefühl. Melanie Baumann. Ja. Ja, also von dem her, ich meine, es klingt jetzt mega, als würden wir über so eine Jahrzehntengeschichte reden. Ich meine, es sind 3,5 Jahre, seit ich meinen ersten Auftritt hatte. Yeah. Und ich habe das Gefühl, ich habe in diesen 3,5 Jahren hure viel erlebt. Und darum habe ich das Gefühl, es ist irgendwie eine lange Zeit. Aber wenn ich mir dann sage, so 3,5 Jahre, ist jetzt nichts. Also im Vergleich zu anderen Leuten oder im Vergleich zu anderen Hobbys, die ich irgendwie sonst habe. Aber es ist irgendwie ein gutes Gefühl. Also, ich habe das Gefühl, ich habe meine Lehre fertig gemacht. So nach 3 Jahren war es wieder, jetzt habe ich meine Comedy-LAP abgeschlossen. 4,0, aber scheißegal, abgeschlossen ist abgeschlossen. Und jetzt war es so ein kleiner Rückblick, so ein bisschen geschaut, was ich gemacht habe und wie geil es war. Und freue mich jetzt irgendwie auf das, was kommt halt.
Ja gut, du hast auch schon ein Solo-Programm. Also. Ja, voll. Also das läuft auch easy und ich habe es schon sehr oft gemacht und so. Von dem her, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin ein richtiger Komiker. Also weißt du, ich habe irgendwie, es ist ein riesen Teil von meinem Leben, ich mache es sehr gerne und ich habe ein Solo-Programm, ich trete gerne auf, ich kenne das schon. Meine ganze Checkliste von Comedians ist eigentlich erfüllt. Aber das habe ich wirklich herzlich gefunden, wo wir uns kennengelernt haben. Weißt du das noch? Das erste Mal ist doch, glaube ich, in Winterthur gesehen. Ja, Casino-Theater, genau, offene Bühne, Rampensau. Genau. Und das ist so lustig gewesen, weil es ist eine Auftreten, wo mich so gefragt hat, gesagt hat, was machst du? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache Stand-up. Und wirklich, ich erwarte nie von irgendjemandem, dass die Person weiß, wer ich bin und was ich mache. Wirklich, ich gehe auch nicht davon aus. So Familienfest und so. Gerne einen Weiss wie der Herr. Ja. Wenn der große Onkel kommt, genau. Dann fragt er mich, ob ich ihm noch etwas bringen kann. Genau. Nein, aber es gibt einfach so zwei, drei Leute, wo du dann merkst, die checken es jetzt. So. Ja. Und normalerweise gehen sie es nicht so, gerade preis. Ja. Und du bist wirklich so reingelaufen, so, oh, Joel von Mutzenbecher, weißt du, mit dem ganzen Namen. Und siehst du daneben da gestanden. Und dann ist es ihr peinlich gesehen. Das weiß ich im Fall gar nicht mehr. Das ist mir peinlich gesehen, weil ich so gefunden habe, eben, du musst nicht wissen, wer ich bin. Tut mir mega leid. Sprich, ich habe zwei Leute in eine unangenehme Situation gebracht. Das ist aber der Komiker, der denkt dann immer wieder, ich habe es falsch gemacht. Nein, aber ich kann mich Mühe geben, ich kann mich da informieren, mit wem ich es zu tun habe. Und, das ist sehr herzig, ja. Weil eben, also, dort habe ich es auch knapp, was hast du gemacht, in dem Fall vielleicht 3 Jahre. Ja, ja. So. Also es ist jetzt auch nicht Erwartung gesehen. Ja, nein, klar. Der muss wissen, wer ich bin. So. Nein, das sowieso nicht, aber es ist halt immer interessant. Also, weißt, bevor, ich habe auch mega lange gebraucht, bevor ich meinen ersten Auftritt überhaupt, bevor ich den Mut hatte, das zu machen. Mhm. Und dann bin ich auch endlos auf YouTube schauen, wer macht es schon, wie sieht das aus, weißt, so was, wie soll ich mich vorbereiten und so Zeug. Und dann kommst du schnell mal zu dir, Charlie und Zuccolini, also, weißt, wenn du so ein bisschen auf YouTube schaust, Stand-up. Und dann, nicht, dass du mir gefällst. Ich habe so einen komischen Algorithmus, wo man. nein, aber weißt du, darum habe ich es natürlich gewusst. Und ich glaube, ich habe dich auch noch kennt von dem berühmten Video, wo du mal interviewt hast. Joey on Tour, ja. Ja? Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr du da ins Detail gehen willst. Was das Beste, was ich jetzt gibt. Ja, ich habe null Problem damit, weil zum Glück. Habe ich jetzt eben noch andere Sachen, die ich mache. Ja, aber nicht nur, also, weißt, über das definierst. Wenn es jetzt nur das, das ist 12 Jahre her. Ja, voll. Das ist 12 Jahre her und es ist so, mittlerweile bin ich ein bisschen stolz, weil ich muss sagen, es ist einer der ersten viralen Hits. Es ist wirklich im Fall, wir haben es auswendig können, wirklich, mein Kollege und ich, ja, jedes Wort. Wir haben den Basler Akzent probiert nachzumachen. Sag mal! Und so. Ich habe das großartig gefunden, weil die Geschichte ist schon noch krass gesehen, dass dort habe ich zum ersten Mal gesehen, wie etwas viral geht und wie YouTube überhaupt funktioniert. Voll. Weil sonst bist du bist einfach Sachen auf YouTube schauen, aber du hast dir nicht vorstellen können, dass etwas aus deinem Umfeld klar. Und viral geht. Vor allem, es ist ja mega ungeplant gewesen. Du hast jetzt nicht wollen, also es ist ja unbewusst passiert. Oder? Ich meine, du hast klar ein gutes Video machen, aber dass jetzt an dieser Stelle so ein geiles Satz zu sich kommt, ich glaube, das hast du nicht erwartet. Nein, sondern es ist gesehen, Ich habe für Tele Basel die Sendungen gemacht. Ja. Also es war eigentlich auf der Rubrik gesehen, in der Jugendsendung. So. Und dann hat es mal Zeugs gegeben, das ist mehr angekommen, und jetzt Zeugs gegeben, das ist weniger angekommen. Und dann hat es das Video gegeben. Aber es ist immer so ein bisschen klar gewesen, wenn ich so eine Sendung mache, dann habe ich immer schon ein bisschen gemerkt, oh, das wird gut oder das nicht. Ja. Und, so. Und oft ist dann einfach, weil das 2 Wochen lang gelaufen ist auf Tele Basel, ist dann einfach in diesen 2 Wochen hast du immer gemerkt, jetzt kommt da jemand und sagt, hey, das ist mega lustig gesehen, bla bla bla. Und bei dem hast du es gesehen, das ist gerade vor der Fasnacht gesehen. Ja. Und dann an der Fasnacht ist wirklich alle. Das ist so geil. Und schon, wo wir es gefilmt haben, haben wir gewusst, oh, das ist ein. Und ich habe schon gewusst, im Moment, wo wir es gesagt haben, habe ich gedacht, okay, da machen wir dann so eine Kling. Ja. Weißt du, so, oder? Und dann sind alle an der Fasnacht gekommen und dann ist so langsam ist so ein bisschen versandet. Und dann habe ich gefunden, eben, ich lade es mal auf YouTube. Ja. Und dann ist es aber logischerweise nicht von mir selber viral gegangen, sondern jemand hat es kopiert. Und dort habe ich dann eben gemerkt, wie langsam das kann funktionieren. Also auf seinen eigenen Kanal und wieder uploadet oder was? Hat es re-uploadet. Was man dann nicht macht, eigentlich. Richtig. Oder? und logischerweise dann auch die kurzen Clips davon.
Und dann hattest du den Re-Upload, habe ich auf einmal gesehen, so, oh, was, 4000 Views? Krass. Ja, ja. Und dann bin ich irgendwann in einem Club und dann kommen zwei und sagen, hey, du hast das Video gemacht und so. Unser Kollege hat das aufgeladen. Und ich so, ah, ja, krass, ich habe gesehen, es hat 4000. Und sie so, was, es hat 20? Und ich so, hä? Sehr geil. Und dann kannst du sogar schauen und dann hast du gemerkt, wie oft jeden Tag. Ja, ja, ja. So, und auf einmal irgendwie sagt er jemand, hey, der Kirchberger hat es gesagt, bei Energy, mein Morgen. Und dann gehst du ins Tessin. Ja. Und sagt jemand auf der Toilette, hey, ja, weißt du, was jetzt gibt's? Und das ist falscher Ort, um das zu sagen. Du. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dann ist der Scheiß wirklich brutal. Stimmt's? Ja, bis Tele Zürich mit dem noch ist am Schluss. Alles? Das ist so geil. Überall. So. Und dann hat, weißt du, immer so Kommentare gelesen. Ja, so, ja. Schreibt aber etwas über mich. Der Spruch ist schon cool, aber hey, der Joey. Ja, yeah, und einer hat wirklich so geschrieben, ja, der muss zum Fernsehen. Und ich so, ja, geil. So, und dann nachher, so nach einem halben Jahr, DJ Antoine macht noch ein Lied drüber und so. Wenn dann jemand gekommen ist, hast du gefunden, ah, der. Geil. Nein, hör auf. So kein Bock mehr. Und einer hat sogar T-Shirts gemacht damit. Ja. Und hat mir erzählt, der ist einmal zu mir gekommen und gesagt, hey, ich hab das mal oft so auf T-Shirts gedruckt, weil der hat so eine T-Shirt-Laden gehabt. Ja. Du hast können, das sind immer so Fußballvereine und so, haben hat ihr Zeugs bei dem gedruckt. Und dann sagt er so, hey, ich habe das einfach mal ins Schaufenster da, das ist mein Verkaufsschlag Nummer 1 gesehen. Sehr geil. Pro Monat 300 T-Shirts. Das ist schon noch geil. Also, dann habe ich ausgerechnet, ein T-Shirt hat 35 Euro gekostet. Dann habe ich gefunden, ja, das ist eine nicht schlechte Zahl. Ja. Oder? Und dann sagte er, komm mal vorbei, ich schenke dir eins als Dankeschön. Ich dachte, du Arsch. Ich komme schon mit meinem Anwalt, aber dann schenkst du mir noch ein bisschen mehr. Ja, nein, der andere hat es ja schützen lassen, der, der es effektiv gesagt hat. Ja, ja. Das geht ja alles nicht. Und dann bin ich tatsächlich vorbeigegangen und gefunden, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So geil. Dann habe ich mir eins schenken lassen. Das habe ich meiner damaligen Freundin geschenkt und die hat das jetzt immer noch. Also vielleicht. Vielleicht ich kann es auf jeden Fall nicht mehr. Ja, okay. Und das ist alles, was ich jemals verdient habe mit dieser Sendung. Ja gut, aber ja, rein materiell vielleicht, aber immateriell hast du der Schweiz dann natürlich schon ein gutes Jugendwort gegeben. Das muss man, also du und der Herr, den man immer noch nicht kennt, oder? Heschu heisst er. Okay, ich habe ja. Ich meinte, er heisst Heschu. Und dann ist das Jugendwort des Jahres geworden. Genau. Und dann sind sie das Altersheim mit Tele Zürich. Danach hat es so Sendungen gegeben, wo sie eben so, glaub, Tele Zürich und Tele Basel und alle, ja, die haben gefunden, wir machen jetzt noch Reunion. Ah, okay. Der Typ und ich, wir müssen zusammen schauen. Und was ich erst dann gecheckt habe, ist, dass der wirklich jeder Mensch in dem Video kennt. So? Ja, also okay. Zum ersten, das ist halt wirklich... Ja, ja, der Lokalmatador. Wirklich Breitenbach. Genau, Breitenbach. Die kennen sich alle. Sehr und ich habe immer gefunden, der Satz ist schon mega geil, aber ich habe immer gefunden, es hat so andere, zwei, drei kleine Momente, wo ich... Es hat mega viel in dem Video, Mann. Mega geliebt habe. Also, alle sagen, wir sind Buren. Wir machen die geilste Party. Und der andere, der raucht. Weil es gibt einen, wo, so, wo ich so sage, hey, du darfst ja nicht mehr rauchen oder irgendetwas. Und er so, ja, das ist schon wahr und so. Aber viele 16-Jährige und so. Ja. Und das Geile an dem Typ ist, er hat eben unbedingt gefilmt werden. Unbedingt, oder? Und ja. Ich so, ah, geil, sieh. Du kannst eine rauchen, ich komme dann zu dir. So, aber weil ja alles so Zeugs passiert ist vorher, ja, hat er etwa dreimal rot hintereinander abgeschloten, so bis ich gekommen bin. So. Und darum siehst du ihn auch so, dass wo wir dann endlich kommen, du extra so mega in die Kamera reinrauchen. So. Voll nicht mehr am Geniessen, nur noch so, ey, ich bin hart am Rauchen, ob das das weißt. So, ich muss das Video wieder schauen, wenn ich daheim bin im Fall. Oder? Es ist schon ganz speziell, wenn du jetzt noch die Story dahinter kennst. Das ist eine gesehen und was halt auch wirklich... Was richtig krass war, ist, verglichen mit, wir haben in Zürich ab und zu etwas gefilmt und vor allem halt in Basel. Ja. Und wenn du in Basel mit einer Kamera nicht mehr auftaucht bist, sind alle immer so gesehen. Ja, ja, ja. Weg, oder? Und irgendwie, ja, gut. Will nichts sagen. Und dann gehst du auf Breitenbach. Und dann bist du. Und dort ist wirklich jeder am Start und sagt, ey, ich sag gerne noch etwas, oder ich laufe schon in der Tour und so. Gut, aber das war ja schon eine feuchtfröhliche Stimmung, nicht? Also dort an der Party, ja. Und dann... haben wir halt noch so zwei, drei weitere gemacht, wo dann zum Beispiel einmal bin ich ans Prattler Oktoberfest. Klingt ja geil. Mit Jörg und Dragan, die Autohändler. Ah, die kenne ich aber, ja. Also nicht persönlich, aber sehr geil. Und,
Und dann hast du aber so langsam hast gemerkt, jetzt ist es langsam durch. Ja. Weil es ist dann eben nur noch ein Vorführer geworden. Das ist eigentlich nicht genau, darum wollen ja die Leute nicht, die Kameras, also nicht gefilmt werden. Ja, und das war aber auch nicht die Idee gewesen, eigentlich. Ja. Sondern, also was dort halt alles passiert, ist so gesehen, ja. Ja, ja, voll. Crazy shit, wenn ihr wollt, let's go for ja, it. Ja. Aber wenn es dann eben so langsam den Groove kriegt, ja. Ich gehe jetzt extra Leute verarschen. Zum sie verarschen, ist so ein bisschen... Ja, aber es hat auch den Charme ausgemacht von dem Breitenbach-Video. Ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendjemand dort als... Weißt, es ist niemand vorgeführt worden. Es sind wirklich Leute gewesen, die einfach... Gut, der andere, der siebenmal Respekt sagt, das hat schon so ein bisschen... Gut, und der Counter vielleicht, ja. der Respekt-Counter, der irgendwie 15 ist nach einer halben Minute. Gut, dort vielleicht ein bisschen. Aber es ist dann das Gefühl, es ist doch recht einfach ein geiler Abend und du hast Leute gefilmt und ja. Noch viel mehr Leute belustigt, wie mich zum Beispiel. Und das Geile ist, dass wir noch müssen, das Interview rein tun. Mit dem DJ. Ja. Das ist eigentlich der Aufhänger gesehen. Ah, genau, aber dann die Version, die ich geschaut habe, ist genau dann aufgehört. Also bei mir immer das Video, das ich geschaut habe, ist der Respect-Counter gekommen mit dem geilen Sieg. Oder was hat er gesagt? Ja, ja, ja. Und dann ist das Video fertig gewesen. Nein, also, weißt, dann wäre zuerst. Wäre es zuerst gewesen? Okay. Das ist so, das hat nie jemand mitgegeben. Genau, DJ Eddie Tonic hat er geheißen. Und der hat Grossraum beim Haus gemacht, oder? Und das war mega nett, das hier gesehen. Geil. Und das war eigentlich mal der Aufhänger gesehen von der Story. Meinst du, wir das, ja. begleiten ihn von Basel auf Breitenbach, wo er Auftritt hat und bla und bla, so, oder? Ja. Wo er auflegt. Wie heißt der DJ? Eddie Tonic. Tonic? Tonic, ja. Tonic. Okay, also wenn du auf YouTube schaust, es gibt tatsächlich das Interview. Siehst ja. noch in irgendeiner von denen. Ich stelle mir so vor, am nächsten Tag, hey, Herr Upload. Tonic. Yeah. So, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, dein Clip ist viral gegangen. Und die schlechte ist, du kommst nicht eine Sekunde lang drin vor. Ja, scheiße. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, aber es ist genau so gesehen. Also, wir haben das einfach noch müssen drin haben, weil ja, das ja. gut abmachen gesehen ist. Dann haben wir gesagt, also 2,5 Minuten Interview. Und nachher zeigen wir den ganzen Rest. Und dann die 15 Minuten Comedy Gold, Mann. Hey, hast du gesehen, SRF hat ja mega viel, lädt ja mega viel so Archivvideos auf. Irgendwie, die sind mega interessant. Weißt du, was du siehst, so Kreis 4, 1979. Okay. Dann irgendwie Schlieren 1968, Game in den 90ern, Skateboarden in Zürich, hure geil. Skateboard habe ich gesehen. Ja, es ist wirklich mega Nein. geil. Ist Skateboarden gesehen? Oder ist Inline-Skating gesehen? Ja, mit der Lausanne? Die haben eine Tour gemacht durch die ganze Schweiz und sind gesponsert worden von Rollerblade. Und dann haben sie mir gesagt, die Skater sind eben so eine richtige Subkultur. Weißt du, genau so mega so ein Lehrer, der das Leben erklärt. Und ich stelle mir vor, seit 20 Jahren könnte Best Way Ahead Skits vielleicht einfach ein Zeitdokument sein für die crazy Nullerjahre, die wir erlebt haben. Ja, Haus, Wodka, ja. Red Bull. Crazy. Ich habe so viel Haus gelöst. Hey, aber das mit der, ich weiß aber nicht mehr, ob es Inline-Skater oder einfach Skateboarder. Es sind beide. Oder was weiß ich. Ich habe alle durchgeschaut, ja. Eben in Lausanne, glaube ich, wo die Bullen noch anfahren. Ah nein, dann habe ich noch nicht alle gesehen. Mein Gott. Geil. Die Bullen fahren so an über so einen Bordstein und es macht so und dann siehst du einfach, wie das ganze Ölleck losgeht. Und es ist oft so unkommentiert. Und sie gehen immer schnell zu denen schwätzen und dann gehen sie wieder. Und sie merken so aber geil. Alle, ja, ja. Haben jetzt gerade richtig Scheiße gebaut. Geil, geil. Christoph, das müssen wir irgendwie nebenbei einblenden, das muss ich dir jetzt zeigen. Wie finde ich das jetzt? Oh mein Gott, Lausanne. Ich kann mal schnell einen Kaffee holen. Voll hey, Bock. Komm, jetzt machen wir gerade, ich suche schnell das Video, das muss ich dir zeigen. Machen wir Pause? Ja, wir machen kurz Pause. Geil, geil, geil. Wir haben das Video gefunden. Geil, geil. Und Kaffee noch schnell rausgelassen. Perfekt. Und jetzt schauen wir mal, also wir haben da schon ein bisschen gesehen, der nette Dude da. Es ist in Lausanne und sie sind am Inline-Skaten. Schau genau. Wow, ist das ein Grab gewesen? Ich habe keine Ahnung, aber es ist schon Shit. Mega cool, was sie gemacht haben. Nicht mal mit dem Velo traut. So, und schau natürlich noch schön, ja. Ein alter Mann findet, was nicht geil findet. Und ui, das ist anstößig. Es ist sehr anstößig. Des Teufels. Vor allem, die sind schon richtig stylisch gewesen mit den langen Haaren. Und der breiten Hose. Es ist so, wenn... Ui, das ist aber schon brutal. Also, gell? Also, das sind so ein bisschen noch die coolen Aufnahmen. Was sagt er? Il y a en 64, mon père est ouvrier d'usine, ma mère est ouvrière d'usine aussi. Gut, das ist ein bisschen Story. Aber ja, jetzt können wir den Bullen. Achtung, das ist mein Lieblingsbullen. Oh, der ist richtig geil. Da sind sie jetzt wieder ein bisschen auf der Strasse. Ja, shit, einfach auf der. Ui, ist auf der Strasse. Ist die Musik ever?
gewisse Verstöße gegen das Strassenverkehrsgesetz fällt auf. Es ist halt einfach, was heute ein Elektroscooter ist. Genau, damals Inlineskates gesehen, oder? Und schau jetzt. Im Opel Corsa. Achtung! Und jetzt kommt mein Lieblingsmoment. Achtung! Oh, Alter! Shit! Er merkt es auch! Er merkt es auch! Einfach du, als wäre nicht. Nein, Mann. Es sind eine Chance gehabt für einen coolen Auftritt. Oh, fuck. Aber schon wie im Film, oder? Das ist wirklich cool geil. Das ist so super bad. Sie müssen heilaufen, die Bullen, weißt du? Und die anderen haben wenigstens Rollerblades gehabt. Am Schluss hat sie es noch mit. Genau. Könnt ihr uns einen Ride geben? Wie sind wir auf das gekommen? Von was haben wir es gehabt? Von deinem Video. Und dann habe ich gesagt, es wäre geil, wenn SRF Archiv in 20 Jahren dieses Video released als repräsentativ für die Nullerjahre. Was es auch wirklich ist, finde ich. Echt, danke. Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ist, wieso du Danke sagst. Aber, weil, das habe ich mal mit dem Cenk besprochen. Das ist das Einzige, was man kann sagen auf ja. auf Kommentar. Auf ein Statement, wo... Genau. Ja. Nicht anders, danke. Aber SRF Archiv finde ich mega geil. Es ist so viele Perlen, ich habe wirklich fast alles durchgeschaut, aber jetzt hast du mir ja noch etwas Neues gezeigt. Von dem her weiss ich, wie mein Nachmittag ausgesehen wird heute. Was machst du so, also wenn du nicht auftrittst und nicht schaffst? Weil du schaffst noch... Ja, doch. Genau. Ich habe ein kleines Hobby, das heisst schaffen. Zu 70%. Was machst du denn, um dich gut zu fühlen, damit wir wieder mal aufs Thema kommen? Ich habe jetzt in letzter Zeit angefangen, wieder mehr Basketball zu spielen. Oh, ja. Stimmt! Ja, das wissen viele nicht, du. Aber ich bin mega, ich habe meine ganze Jugend mega viel trainiert und in verschiedenen Teams gespielt. Wir haben es mal davon gehabt. Ja. Gegen Birstal Starvings haben wir auch immer gespielt. Aber nicht gegen CF Riechen, weil sonst hätten wir mal gegeneinander gespielt. Nein, stimmt. Ja, du hast auch gespielt? Ja. Genau, stimmt, ja. Hast du lange gespielt? Also im Verein... Ein paar Jahre, aber wie viel? Vielleicht 4. Ah, doch. Ja. Yeah. Also, gehst du ab und zu spielen? Hey. Ich habe das mit dem Gabirano mal besprochen, weil er hat auch, glaube ich, Nazi B oder Nazi A sogar gespielt, ein Zeitchen, mit dem, wo er trainiert hat. Ja. Yeah. Dann haben wir mal gesagt, wir können alle zusammen gehen Basketball spielen. Hey, du warst mega dabei, weil mein Punkt ist, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich noch mal etwa ein Jahr gespielt. Geil. In so einem Plauschverein, ja. Wo sehr viele Lehrer gesehen sind. So. Okay. Und dann habe ich gemerkt, dass halt am Montag oben, wenn wir Training haben, haben die schon den ganzen Frust. Also Schüler ausgelassen. Nein, nicht an mir per se, sondern einfach im Training. Ja. Also, es ist viel zu kompetitiv gesehen und es hat keinen Spaß gemacht. Also Lehrer, die kompetitiv sind? Ja. Hört man. Nein, aber ja, geil, aber dann müssten wir... Und darum habe ich dann irgendwann mir so aufhören, weil ich gefunden habe, ich habe nicht so Raum für das. Irgendwie. Ja, aber es ist sehr cool, um ein bisschen... Weil bei Comedy ist es ja sehr cool und ich liebe es und alles, aber so bei Basketball ist so die Belohnung einfach sofort. Also weißt du, bei der Comedy schreibe ich einen Witz und dann in einer Woche vielleicht mal testen. Okay, oder am nächsten Tag. Aber und beim Basketball ist es einfach, du gehst spielen, du weißt, jetzt gehst du rennen und machst hoffentlich ein paar Punkte und dann fühlst du dich einfach gut nachher. Und das ist mega, noch ein bisschen, finde ich, eine andere Art von etwas machen für dich selber. Aber findest du nicht, Belohnung ist auch in der Comedy sehr, sehr direkt mit dem Lachen? Und beim Auftreten schon. Yeah. Doch, aber ich meine beim Witzschreiben. Du weißt, wenn du jetzt daheim bist und vor dem Laptop sitzt und Witz schreibst, dann ist es schon... Also nach einem Arbeitstag freue ich mich schon mehr auf... Das klingt immer so unsexy. Es ist auch, also ich finde es auch unsexy, wie es entsteht. Aber, ich finde es aber noch geil, mittlerweile recht viel im Austausch. Dir Leute ja mal an. Ja, weißt du, mit, so mit irgendwie so einer Idee. Ja. Und dann hast du so zwei, drei Jokes hast schon. Und dann erzählst du jemandem. Und es ist halt immer so... Das ist die Belohnung, wenn ein Komiker lacht. Sicher, nein, es ist ein sehr geiler Prozess, aber so, ich finde, es ist ein mega harter Prozess. Also weißt du, wenn ich eine Stunde schreibe und etwas, auch eine lustige Idee habe, bin ich mega zufrieden. Also, und eben, das ist halt einfach das physische Feld halt. Und ich habe gemerkt, so, ich hatte wirklich recht viel Auftritt gehabt und bin mega viel unterwegs gewesen, um zu arbeiten. Und irgendwann fehlt es dir einfach, so, dass irgendjemand schupft oder geschupft werden und ein bisschen rennen und außer Atem sein, das ist halt schon, es ergänzt sich mega geil halt. Ja, jetzt hast du von Comedy geredet, gell? Basketball ist auch cool, aber immer wenn ich auf der Bühne jemanden wegschupfen kann, ist das natürlich, hey, das Geiste. Das ist ein Atem sein. Genau, genau. Ein bisschen schnaufen, ein bisschen Schweiß spüren und so.
Darum können wir mal schauen. Es ist wirklich Live-Stand-up geht ab. Genau. Mundschutz innen und los geht's. Aber Adam Sandler ist ja ein passionierter Basketballspieler. Ja. Und hat mit dem Gary Shandling, der da noch gelebt hat, zum Beispiel. Gary Shandling hat jeden Sonntag hat sicher Pickup-Games gemacht. Geil, ja. Mit allen Menschen aus der Comedy-Szene. Ja, ja. Und das fand ich natürlich der Shit. Das wäre meine Vision. Ein Comedy-Ball angekriegt, ja, ja. Das wäre geil. Also weißt du, was für ein geiler Trash-Talk gehabt ist da? Ja, natürlich. Und vor allem, du musst wie groß bist du? 96. Ja, also der Gabi ist halt schon riesig. Ja, ja, er ist 2,7 oder so. Noch mehr. 6 bis 8, ja, je nachdem. Ja. So. Und gut, wenn der Gabi kommt, dann kommt sicher auch der Kiko. Mhm. Das heißt, wer spielt sich noch? Du machst auf die zwei sicher in ein Team, ja, dann ist es wieder ein bisschen ausgeglichen. Genau, genau, im Schnitt sind es 1,60 oder so. Aber das ist eigentlich... Kiko, grüße an dich. Und dann Gabi auch natürlich. Aber hätte das nicht immer, angeschissen? Gut, du bist auch schon eher groß, aber... so in der Juniorenzeiten, ja, hast du zum Teil gegen ein Team gespielt und die haben oft ein Riss gehabt. Ja, klar, ja. Und dann hast du oft... Der ganze Match ist am Arsch gesehen. Ja, es ist nur darum gegangen, dass man irgendwie dass dem, doppelt ist und dass man irgendwie dem den Ball gibt und auch unter dem Korb steht und halt, auch wenn er drei für sich gehabt hat. Ja, Rebound geholt und sogar weiter. Nein, es war sicher scheiße gewesen, aber irgendwie andererseits war es eine mega Challenge gewesen, gegen so ein Team halt zu gewinnen und ja, aber es ist schon mühsam. Ich meine, wenn dein Gegner 50 Kilo schwerer ist und ein Kopf grösser, so hast du auch schon geilere Tage erlebt. So, aber ich habe lieber so Leute verteidigt als so kleine, schnelle Flügelspieler, die dir einfach ins Gesicht schiessen nachher. Das hat mich viel mehr gestresst. Das bin ich gesehen. Ja? Ja. Ich kann nicht anders können. Ja, geil. Und ich habe auch immer ein bisschen Trash-Talk probiert. So. Dann habe ich gesagt, wieso lügst du mich an? Du brauchst nicht. Weißt du? Hast du das wirklich gemacht? Ja, natürlich. Ja, voll. Gut, mein Vater behauptet, ich sei eh nur mit meinen Haaren beschäftigt gesehen. Weil ich so Haare hatte, wie das geht. Sehr geil. Es ist immer darum gegangen, dass die möglichst... Ich kann aber auch sehr lange Haare gefallen. Gelockt. Ja. Ja, mega, mega sexy aus. Ja, voll. Wenn jetzt ist es ein bisschen Welle, aber nicht mehr. Genau, wenn es ein bisschen länger wird, ja. Also locken. Sagen wir Wellingshaar, ja. Wellingshaar? Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja. Du machst mich gerade ein bisschen scharf. Ja, du, es ist ja... Die Nacht ist noch jung. Oder der Nachmittag, wenn auch immer ihr das hört. Ja, immerhin bist du zur richtigen Zeit da gewesen. Und nicht wie der eine Auftritt, wo du das Gefühl hast, es ist um 9 Uhr zu Hause, du bist um 9 Uhr am Morgen. Das sind die schönen Momente im Leben. Aber ich habe es noch am Abend vorher gemerkt, dass es am 9 Uhr am Morgen ist, das heisst in 9 Stunden. Und es ist ab und zu, Mann, ey, wenn so das Herz bleibt da stehen und du denkst einfach nur, was bin ich für ein Trottel. Aber am Schluss ist es gut, dass ich kann. Ich konnte ein paar Sachen verschieben und dann ist es gegangen. Ja. Aber ich muss vielleicht sagen, andere Leute, 9 Uhr am Morgen ist... Nicht gerade Primetime für die Comedy. Also, ich würde es auch nicht empfehlen. Also, wenn jetzt jemand anruft und sagt, hey, ich will eine Comedy-Show machen, in welche Zeit soll ich sie machen? 7 Uhr am Morgen oder 9 Uhr? Ja. Gut, außer Dinge, weißt du, so After-Hour im, weiß auch nicht, irgendwo in einem Club oder so. Dann 9 Uhr am Morgen ist vielleicht. Ein von einem sehr bekannten Club in Zürich hat mal die Idee gehabt, am 3 Uhr morgen einfach schnell. Licht, die Musik ab. Musik ab und das Licht volle Kanne an und auf der Bühne eine Schnitzelbank, eine Basler Fasnacht-Schnitzelbank. Eine. Und dann hat auch wieder Sound reingekommen. Gut, wenn es eine ist. Ja. Aber hast du es gemacht? Nein, also ich hätte es vermitteln. Ah, okay. Also wir haben es dann nie durchgezogen. Aber die Vorstellung ist schon geil gewesen, wenn oft alle mit so Pupillen auf einmal so, was? Oh mein Gott, das ist mein Albtraum. Aber es hätte auch gut rauskommen, finde ich. Ja, hätte schon gut rauskommen. Ja, wenn es eine Schnitzelbank ist, gut, ich weiß nicht, wie lange die sind. Also schon nicht irgendwie 10 Minuten, oder? Nein. Aber das wäre dann das andere gesehen. Kommt einer extra von Basel auf Zürich, um dann 30 Sekunden auf der Bühne etwas zu labern? Ich glaube, für die Gage. Für Truffis? Also, ist die Frage. Bist wie so ein Haus-DJ in den Nullerjahren, an Neujahr. Kommst du dann, machst 3 Minuten dort, 3 Minuten im nächsten Club und verdienst richtig geil. Was heisst denn der Nullerjahr? Ja, immer noch wahrscheinlich. Ja. DJ Antoine macht das jeden Silvester. Stimmt, ja. Obwohl, jetzt hat er sich ein bisschen beschwert. Wäre er oder dass 3 Minuten zu lang sind? Ich sehe kein Geld, ich darf nicht auftreten. Ah, jetzt wird der... Okay. Ja. Wegen du weißt schon was. Du. So ein mühsames Thema, ich habe auch keinen Bock darüber zu reden. Mm-mm. Wir machen nicht. Weil, wenn das die Leute hören, sagen sie, was? Was wärst du? Wieso beschwert er sich? Ja.
hat doch Auftrag. Genau. Nein, aber das Basketballspiel müssen wir wirklich mal durchziehen. Wir können sagen, weißt, mit so, wir können auch irgendwie das so schneiden, dass der Basketmatch irgendwie vielleicht 30 Sekunden gezeigt wird in einem Video. Aber so die Press-Conference vorher und die Matchanalyse, weil nachher halt einfach lang aufgezogen wird, halt von den Comedians. Das wäre sicher noch geil. Also, der Frank würde man sicher auch kriegen. Ja, ich glaube. Der Charlie. Könnte ich ein bisschen spielen? Das weiß ich nicht. Das sehen wir dann. Ist eigentlich aber, auch egal. Ich habe irgendwie in meinem Kopf habe ich das Gefühl, ich habe den Frank schon mal mit einem Basketball gesehen. Wirklich? Mhm. Okay. Ja, das finden wir raus. Der Keller könnte man noch? Ja. Der Sepp spielt Basketball, hat man mal gesagt. Wirklich? Ja. Das ist aber nicht so gross. Ich suche eigentlich nur Leute, die gross sind. So. Gut, könntest du ja nicht annehmen, weil der kommt dann auf die Seite. Ja, ich glaube. Wir machen ja Basketball. No blood, no foul. 90s Rules. Genau, ja. hast du Glück, The Last Dance? Ja. Ich habe jeden Montag drauf, also jeden Sonntagabend darauf gewartet. Krass, bis, ja, es hat so geil gefunden. Nachher hat es auch sehr viele Meme-Seiten gegeben. Also, weißt du, so NBA-Memes auf Insta und so. Wo du nachher auch sehr kaputt lachst, wenn die etwas postet. Also, es ist wirklich, es ist auch für Menschen, die sich nicht für Basketball interessieren. Und selbst wenn sie sich nicht mal gross für Sport interessieren. Nein, es ist einfach. Es ist eine der besten Dokumentationen, die ich jemals gesehen habe. Es nimmt dich mega mit und all das Videomaterial, das sie jetzt veröffentlicht haben, das ist so geil. Also, ja. Und ich meine, ich habe es ja wirklich nur am Rand erlebt, so die Jordan-Ära. Also ich war schon Fan gewesen, aber ich bin halt irgendwie, wie alt bin ich? Ja, 2 bis 8, wo er gespielt hat. Mhm. Also mega das Trikot gehabt und den Sport geliebt und alles. Ja. Space Jam etwa 50 Mal geschaut. Hey, Space Jam habe ich im Kino 5 Mal geschaut. Absoluter Rekord. Ja, und das 2? Hä? Das 2 kommt bald aus dem Fall. Mit dem LeBron? Ja. Schaust du es auch? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe es bis jetzt ohne Scheiß nicht geschafft, das 1 nochmal zu schauen. Ich habe es nochmal geschaut, vor etwa 3-4 Monaten. Wirklich? Es ist immer noch hure geil. Also, aber ich habe auch gesagt, Wedding Crashers ist ein hure geiler Film. Immer nein, aber wie Wedding Crashers Syndrom, wo die nicht auf diesen Film umwälzt. Nein, aber ich glaube schon. Aber ich kann sicher schauen ins Kino. Es ist ja, bei mir ist es krass gesehen, auch als ich die Dokumentation jetzt geschaut habe, weil ich gemerkt habe, das ist wirklich meine Kindheit. Ja, und zwar, ja. Ich habe auf DSF, gibt es nicht mal mehr. Klar, ich weiß, ja. Jetzt auf ist DSF habe ich alle die Match Bulls gegen Utah Jazz. Boah, das sind die zweiten Finals gewesen, gell? Ja. Yeah. Ja, genau. Also 97, ja. 96, 97. So. Und das ist so krass, wenn du dann eben einzelne Würfe, wo du dich kannst erinnern kannst. Ja. Und ich bin irgendwie 9 gesehen, 10. So, je nachdem, ja, welches Jahr es jetzt gerade gesehen ist. Und das ist dann so krass, weil du bist einfach so, ich weiß noch, wie ich das gesehen habe damals. Und jetzt siehst du auf einmal eben einen anderen Kontext dazu. Ja, siehst du so, wie er drauf war als Person und genau. So. Wie er, und dann denkst du auf der anderen Seite so, stell dir vor, jemand schaut irgendwann mal ein Programm und dann kriegst du den Kontext dazu in einer Dokumentation 20 Jahre später. Du mit einer Zigarre und immer einem Glas Whisky und dann sagst du so, ja, Wienerli-Promi, das weiß ich noch. Es gibt dir so ein klares Verhältnis von dieser Winzigkeit, wo man sich drin bewegt. Weißt? Ja, voll. Wo einfach, wenn ich immer so denke, ein paar Menschen müssten mir das zeigen, um einfach zu sagen, hey, schau mal, das ist Big Business, wenn du in Paris nicht kannst rumlaufen, ohne dass jeder Mensch dich kennt. Oder? Ja, und dann, wenn du das Gefühl hast, das ist viel, dann schaust du einfach mal unseren Kosmos mit dem Neil deGrasse Tyson. Ja. Und dann weißt du auch, und dann fühlst du dich auch. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Dann bist du auf einem anderen Level wieder mit deinen Problemen und mit deinen Sorgen. Das hatte ich, als ich auf Weltreise bin, sind wir das ist mein bester Freund zuerst noch mitgekommen, 2 Wochen, dann sind wir über Muscat auf Thailand geflogen. Über Muscat? Also ist das in Frankreich oder was? Wo ist das? Oman. Oman, ich meine, es ist so Muscatnuss. Nein, da fliegst du aber wirklich irgendwie stundenlang über Wüste. Und das so ein Mensch, der vorhat, also ich bin einmal in New York gesehen, aber sonst bist du ein bisschen in Europa rumgereist und so. Und wenn du dann einfach irgendwie so, du schaust immer raus, weißt du, die Sonne ist so langsam aufgegangen. Geil. Und du schaust immer raus und denkst, es ist immer nur Sand. Ja. Dann denkst du mir so, fuck, sind wir klein. Ja, das ist doch mega schön. Also ich liebe es so, Zeug wieder in Perspektive zu setzen und zu sehen, dass jetzt halt wirklich dein Alltag schon wichtig ist natürlich, aber... Ja, das alles ein bisschen entspannter nehmen, finde ich. Unbedingt. Es ist schwierig. Es ist mega schwierig, weil man immer so das Gefühl hat, was in seiner eigenen Welt passiert, ist jetzt gerade mega voll. Wichtig. Aber eigentlich ist es nicht so. Also, weißt, ich denke so immer, wenn ich zum Beispiel auf der Straße umgehe, ja.
dann denke ich so, oh mein Gott, hoffentlich hat es niemand gesehen und so. Hoffentlich hat es jemand gefilmt, es geht viral. Genau. Beste, was ich jetzt gebe. Beste Unfall. Ja, es kommt nur darauf an, was der Titel ist, weißt du, so. Idiot falls down oder so. Fail Army. Genau. Stell dir vor, du hast das Gefühl, du fühlst dich sehr gut an einem Tag und nachher gehst du um und dann sagst du so, Fat Dude falls on street. So, alter Fuck, man. Fat Ugly. Wanna be funny. Weißt du, er hat dich gesehen und hat all deine Schwachstellen in den Titel hineingepackt. With daddy with complexes. Didn't talk to his father in years. Alles, alles. Who had? Bad grades in Berufsschule. Ja, genau. Oh mein Gott. Aber das finde ich ja... Nein, und dann nachher, aber dann bist du mal irgendwo auf der Strasse und jemand geht um und du gehst sogar an und sagst, hey, ist alles okay und so. Oder du und, filmst. Ja. Und dann stellst du das Video online. Genau. Und dann denkst du so, erstens habe ich es jetzt überhaupt nicht schlimm gefunden, ich finde es für die Person etwas peinlich. Und zweitens, ich könnte dir morgen nicht sagen, wie die Person ausgesehen hat. Ja, absolut. Ja. Aber du selber hast das Gefühl, oh mein Gott, hoffentlich hat es niemand gesehen. Ja. Und nein, jetzt denken alle da, eben der Fett. Fett Dude. Daddy Issue Dude. With Daddy Issues. And a minor drug problem in his teens. dass das jetzt alle gesehen hat. Jetzt kommen mir immer mehr Sachen in den Sinn, Mann. Self-conscious Idiot, weißt du wirklich? Also ich glaube, jetzt haben wir alles Rezept geliefert. Three times a day. In public. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es gesehen. In public toilets. Das Toilets hätte ich jetzt weggelassen, zum Defekt noch. Nein, aber wenn jetzt irgendwas jetzt wirklich jemand filmt wie mir umgeht, dann hat er jetzt den perfekten Titel. Also man hat jetzt wirklich Dann musst du es schon wieder so bringen. Aber nein, das habe ich aber jetzt, ich habe mega lange wirklich keinen Sport mehr gemacht und also Basketball wieder ein bisschen für mich entdeckt. Yeah. Und das finde ich eben noch ein bisschen geil, wenn du dann wirklich in einem Teamsport bist und aufs Feld gehst, dann kannst du einfach wirklich voll abschalten. Also weißt du, ich vergesse dann halt wirklich alles bezüglich Auftritt, bezüglich Schaffen und so. Und dann bist du wirklich nur am Spielen und am Energie rauslassen und bist nachher auch irgendwie, kommst nachher mega runter, finde ich. Also es ist fast wie ein Neil deGrasse Tyson-Video. Also irgendwie beruhigt es mich immer und ich bin nachher viel, viel entspannter halt wieder. Neil deGrasse Tyson und Steve Harvey. Ja. Wenn ich verkatert bin, schaue ich Steve Harvey-Videos. Ja, nice. Nein, für mich ist der Neil und was ist Nein, noch? Neil deGrasse Tyson ist Weltklasse. Er war mal ein mega guter Ringer gewesen. Anscheinend. Was ist er? Ringer. Also ein Catcher, ja. Also nein, ist Catcher. Greco-Roman Wrestling, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Er war mega krass gewesen, der anscheinend, ja. Ja, ich finde ihn als Persönlichkeit schon crazy. Seine Tweets sind auch immer wirklich geil. Seine Tweets sind geil. Und irgendjemand hat mal in so einem YouTube-Kommentar geschrieben, er ist einerseits eben weiß er alles. Ja. Und andererseits aber hat er noch eine Erzählart von einem Stand-up-Comedian. Ja, ja, völlig. Also es langt nicht einfach nur ein hoher guter Wissenschaftler zu sein, sondern er ist ein geiler Showman. Also. Mega. Ja. Mega. Und im Deutschen gibt es da, wie heißt er? Harald. Lesch, gell? Lesch. Ja. Ja. Das ist aber ein cooler Typ. Der ist aber auch geil. Das war so das deutsche, ein bisschen trockener Reporter dazu. So. Ja, gut, sobald es nicht mehr amerikanisch ist, ist es sehr schnell ein bisschen trockener. Das ist so. Okay, Basketball spielen, Neil deGrasse Tyson schauen. Ja, ich meine, mit den anderen 4 Stunden vom Tag muss ich da nicht mehr anfangen. Nein, aber sonst ist im Fall recht ausgefüllt. Also mit Arbeiten und irgendwann noch ein bisschen zu Hause aufräumen und Haushalt. Mhm. Kollegen sehen, mit der Freundin Sachen machen, Familie besuchen. Es sind viel mehr liegt eigentlich gar nicht mehr drin. Also wenn du wirklich so viele zeitintensive Hobbys hast, halt, ja. Würdest du Stand-up als Hobby bezeichnen, oder? Ja, nein, eigentlich, also jetzt schon überhaupt mehr. Nicht mehr, nein, ist sicher mehr, ja. Aber, nein, es ist mehr als ein Hobby, auf jeden Fall, ja. Aber eben, es braucht halt mega viel Zeit und ich bin mich auch noch ein bisschen am Finden, eben, so ein Rhythmus, muss, ein bisschen Routine muss halt schon noch reinkommen. Also, wenn ich schreibe, wie ich schreibe, wie ich vorgehe. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jemals wirklich stattfinden kann. Also weißt du, das ist so eine Traumvorstellung. Und ich glaube, wenn es wirklich so wird stattfinden, dann müsste ich auch aufhören. Also weißt du, ich meine? Ja, gut, wenn es roboterhaft wird, dann sicher, ja. Ja. Aber nein, ich habe schon auch immer ein bisschen Phase. Jetzt probiere ich irgendwie jeden Tag
wenn ich nicht arbeite, weißt, vielleicht eine Stunde schreiben. Das ist viel mehr, als ich jemals gemacht hätte sonst. Krass. Und ich mache das seit 3 Tagen, also das ist noch nicht so gut. nicht das Leute das Gefühl haben. Also ich probiere es. Ja. Ich habe es bis jetzt geschafft, heute habe ich es auch geschafft. Es ist nicht gut dabei rausgekommen, glauben wir. Aber irgendwie so halblustige Sachen sind schon dabei. Und dann nach einer Woche hast du vielleicht irgendwie 3-4 Sachen und dann entwickelst du es weiter. Also ich probiere jetzt mal ein bisschen die Methode. Ja, also eben zum wieder die Vergleich zu machen, der Jerry Seinfeld hat mal gesagt, es ist eigentlich Baseball. Ja. Nämlich, huere oft fliegt der Ball und du triffst ihn nicht. Ja, absolut. Ab und zu triffst du ihn ein bisschen und so... Immer wieder mal, und das ist dann aber im Prozent, ist das mega wenig eigentlich, kriegst du einen Homerun. Ja, ja, das ist super cool. Und klar, am Schluss, was du dann wirklich siehst, ist so irgendwie wie so ein Highlight-Zusammenschnitt. Ich meine, das ist ja, ja, ja klar. Jetzt bei The Last Dance, der Jordan, vielleicht zweimal siehst du ihn nicht treffen, weil es Teil von der Geschichte ist. Und sonst siehst du wirklich nur, und das Gefühl, mein Gott, der hat immer getroffen. Und dann sagst du, er hat 14 Körbe gemacht vor 30 Versuchen. An dem Tag, aber er hat trotzdem 14 Körper gemacht. Also, du siehst dann nicht mehr nur diesen Teil. Und beim Stand-up ist es dann eigentlich auch, dass du am Schluss probierst, nur noch diesen Teil zu zeigen. Ja, ja, sicher, sicher. Du zeigst eigentlich alle deine Homeruns. Ja, ja. Oder? Aber ich finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich finde das geilste irgendwie am Ganzen. Also, weißt, wenn du irgendwie eine Idee hast und dann merkst du, okay, die Idee ist ziemlich geil. Mhm. Und dann das erste Mal an einer Open Stage, wo du merkst, okay, ich kann jetzt wieder etwas mega Brutales im Arsenal, weißt du, so irgendwie so ein bisschen, wenn ich wieder einen Witz habe, der einfach überall funktioniert, oder mehr oder weniger überall, dann habe ich das Gefühl, ich habe etwas mega geil, weißt du, als hättest du mir irgendwie etwas geschenkt, so etwas Materielles, ich bin mega froh, so den ganzen Tag, sogar irgendwie die ganze Woche mega zufrieden, und weil es ist so bereichernd für dich als Comedian, und das kommt alles von dir, das ist wirklich cool, also im besten Fall. Und das ist aber auch das, wo überhaupt die nebst dem Ganzen, ja, ich stand auf der Bühne und ich höre Lachen und es gibt Energie und so, ist, glaube ich, schon das, was am süchtigsten macht. Ja. Dass wirklich etwas finden, wo du schon das Gefühl hast, eben, dann lädst du vielleicht irgendeinen Kollegen. Genau, genau. Und der sagt dann, oh, das ist geil. Und wenn es dann auf der Bühne machst und es wirklich funktioniert und irgendwie der und der Satz gibt so den massiven Lachen. Voll. Wenn du das zum ersten Mal hörst, ja. Das ist wahrscheinlich das, was am süchtigsten macht. Und ja, absolut. Dann bringst du immer wieder und kannst ein bisschen verfeinern und es wird besser und so. Und irgendwann merkst du dann aber auch, der ist jetzt langsam. Und ich erzähle auch nicht mehr gleich wie am Anfang, zwar schon von den Wörtern her, aber nicht mit dem gleichen Enthusiasmus halt. Okay, jetzt hast du jeden Tag eine Stunde schreiben. Wie hast du denn früher Material erarbeitet? Ähnlich, aber dort ist halt noch... Also ich habe wirklich angefangen, als ich fertig geworden bin mit Studieren. Und dort bin ich am Job suchen gewesen und habe ich auch ein paar Monate einfach nichts gemacht, außer den Job suchen und schreiben. Und dann habe ich halt... Dort habe ich angefangen, die Open Stages zu gehen. Hast du aber nie verwechselt? Bewerbungsschreiben mit? Ja, ich meine, ich fange immer mit dem gleichen Joke an. Über meinen Namen und so weiter, oder? Und an einem Vorstellungsgespräch. Und, also es ist so ein recht ähnlicher Text. Ich bin Sven Ivanic und dann, dass du nicht ins Comedy-Ding reingehst. Nein, ich habe es nie zum Glück verwechselt. Aber, Sven Ivanic, Daddy-Issues. Genau. Ich kenne dich von einem Video. So. Nein, aber dort hatte ich einfach sehr viel Freizeit gehabt. Klar, ich meine, Jobsuche ist intensiv und so weiter, aber du tust nicht irgendwie 9 Stunden am Tag Bewerbungen schreiben. Also, was? Ja. Nicht? Doch, natürlich. Aber. Und jetzt ist es einfach mit dem Job und ich hatte dort auch noch nicht so viel Auftritt gehabt. Ich meine, am Anfang hast du nicht jede Woche irgendwie 2 bis 3 Auftritte. Ist jetzt im Moment auch nicht in jedem Monat so, aber es ist schon viel, viel mehr geworden. Und eben viel mehr irgendwie Mails beantworten, viel mehr Webseiten bearbeiten, ein bisschen Social Media und so Zeug. Also es kommt viel mehr Arbeit zusammen. Und dort habe ich einfach sehr viel Zeit gehabt. Vielleicht einmal pro Woche einen Auftritt und dann habe ich einfach wirklich für jeden Auftritt einfach auf den Auftritt angeschrieben. Aber jetzt kann ich nicht auf jeden Auftritt etwas Neues schreiben und dann probiere ich halt so ein bisschen, mir eine Stunde zu nehmen, das Handy wegzulegen und irgendetwas zu schreiben, ja. Das ist also eine Traumvorstellung am Anfang, wo man sich wirklich denkt, ich kann für jeden Auftritt kann ich irgendwie etwas Neues schreiben. Das mega anpassen an die Stadt und so. Und dann, easy. Mümliswil, man sagt ja über euch. Grüße an Mümliswil im Solothurn übrigens. Was ich am Anfang, eben, das habe ich probiert, weil der Mittermeier hat das immer gemacht und ich habe das immer so bewundert und so. Ja. Habe ich dann auch zum Teil probiert, eben Mümliswil oder so. Und dann bist du mega googeln. Ja, voll. Und dann kommst du so und sagst so, Mümliswil, hä?
Wie gefallen euch die neuen Briefkästen? Und dann merkst du einfach, keine Sau hat das mitgekriegt. Weil es ist einfach so, es interessiert dich, das ist gar nicht das Thema. Also, weißt, aber du bist so, hast du das Gefühl, du bist voll Insider. Ja, ich habe gesehen, der und der Platz wird 2022 saniert. Und alle so, was? Neue Terbelag im Schulhaus im Loch. Das wäre wahrscheinlich noch kontrovers gewesen, weißt, so Volksabstimmung und so. Ja, genau. Nein, aber ich mache das eh immer. Ich habe zum Teil so einen Teil im Programm, wo ich Leute auf die Bühne hole und dann so ein Quiz mit ihnen spiele. Mhm. Und dort kannst du aber sehr geil anpassen. Also weißt, wenn es kein Mega-Joke sein muss, sondern einfach eine Quizfrage, wo du dann das Dorf oder den Ort einbeziehst, das funktioniert dann wieder sehr geil. Aber jetzt einfach 10 Minuten Stand-up über ein Dorf schreiben ist sehr schwierig. Also ich meine, 10 Minuten Stand-up schreiben ist einfach sonst schwierig. Und wenn du dann dich begrenzen musst auf irgendeine Ortschaft, ja. Und vor allem, wenn es nicht bei Mümlinswil ist oder so. Und wenn du es schaffst, dann sagt das sehr viel über die Ortschaft aus. Also dann läuft dort sehr viel komisches Zeug. Und, ja. Aber was ich von dir immer höre, ist irgendwie, wenn ich noch einen Auftritt habe, wo du auch gesehen bist, heisst, boah, das wenn ich auch nicht, ist da gesehen. Und das hat sensationell, zum Beispiel, was ich sehe, Marbach. Genau, ja, erst mal auf der Telefon. Das hast du anscheinend die Bude abgerissen. Ich habe dann auch 100 Stutz gegangen und gesagt, der Joel einschüchtern und ihm sagen, ich wäre krass gewesen. Nein, und was wir auch schon mal besprochen haben, ist dass die Solo-Programm heisst ja Newsland. Ja. Und es ist einerseits eben vom News-Studium. Genau. Und andererseits auch der Balkan Ivanic. Genau, ja. Eben nicht der Sven, nicht der nordische Name. Sondern der Ivanic. Und ich habe auch krass gefunden, wir haben das mal besprochen, und ich hätte können wetten, dass das so geplant war. Dass du dir wirklich irgendwie mal überlegt hast, was ist so meine Bühnenfigur etc. Genau. Und in welche Richtung geht es, und dann nennen wir das Programm so. Aber es ist gar nicht so gesehen. Nein, also überhaupt nicht. Was ich einfach so ein bisschen gecheckt habe, oder was halt auffällt, ist, Leute finden es geil, wenn du halt irgendwie so Kontrast aufzeigst oder halt so einen Lebensbereich kennst und einen anderen, wo vielleicht nicht immer so oft verbunden sind oder vor allem vielleicht auf eine andere Art und Weise verbunden werden, jetzt im Zusammenhang mit Justiz und Balkan und nicht auf die, nicht auf die Art und Weise, wie ich es verbinde. Und wenn du aus diesen zwei Lebensbereichen, wenn die so ein bisschen als Kontrast darstellst oder verbindest auch, das kommt gut an. Das habe ich schon gecheckt. Mhm. Und das habe ich dann schon auch extra bearbeitet. Aber es ist viel mehr im Balkan-Zeug rausgekommen als juristisch, weil es irgendwie viel einfacher ist oder mich mehr prägt halt auch meine Herkunft als vielleicht jetzt mein Job oder mein Studium und mehr halt hergibt. Also sind ja Jokes über das Haftpflichtgesetz mal. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, Produkthaftpflicht. Sicher auch möglich, aber das andere ergibt sich halt ein bisschen mehr. Aber ich kann gar nicht steuern, über was ich Jokes mache. Also weißt du, wenn ich dann dort hinsitze und meine Sachen schreibe, dann ist es halt einfach, das, was rauskommt, kann ich wirklich vielleicht grob beeinflussen. Aber wo mir jetzt etwas Geiles in den Sinn kommt, kann ich wie nicht gar nicht steuern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nein, null. Also ja, weißt du, wenn jetzt irgendwie dir etwas Cooles in den Sinn kommt zu Jazz und deinem Hut, also dann sagst du ja nicht, passt nicht in mein Konzept, also nehme ich nicht. Nein, ich hatte zum Beispiel im letzten Programm habe ich am Anfang auch Jazz-Jokes drin gehabt, aber es hätte nicht überlappt. Aber man probiert es natürlich. Yeah. Aber es war bei mir nie bewusst gewesen. Also weißt du, ich fahre die Balkanschiene im Sinn, Schienenfahrt und jetzt auch so nach mega künstlich und ich habe das geplant. Es ist einfach ein Teil von meinem Humor und von mir und das kommt halt, und auf der Bühne bin ich halt einfach ich selber, aber noch ein bisschen offener und transparenter und dann kommt das halt führen, ja. Aber so ein Use-Programm, das habe ich noch gerne gesehen. Ja, aber es ist mega spezifisch und dann wirklich nur Use-Studenten verstehen es. Aber auch nur die Guten, weißt du, die wirklich, die Bundesgerichtsurteile auch durchlesen und nicht nur Zusammenfassungen. Wäre sicher cool, aber schwierig zum Schreiben. Also, logisch. Also ich probiere auch zum Teil, jetzt mache ich etwas über Use, unbedingt. Yeah. Und es kommt mir einfach nichts in den Sinn und dann kommen drei Balkan-Jokes in den Sinn. Und, Ich glaube, es hilft einem und es erweitert den Horizont, wenn man sich sagt, ich will jetzt eben bewusst über das schreiben. Aber ich schaffe das auch nicht. Ja. Das ist mehr so, du bist irgendwie nicht mehr unterwegs und dann fällt dir wieder etwas ein. Voll. Also meine ersten 5 Jahre, habe ich dann gemerkt. Habe ich gesagt, jeder Witz, der mir in den Sinn kommt, ist Sex oder Toilette. Immer. Oder beides, ja. Oder irgendwie verbunden. Und dann findest du, also wenn wir das irgendwie schaffen, dass es nicht mehr nur oder ein bisschen weniger, ja genau. Gib mir einfach einen Witz, der nicht so ist, ja.
Und dann probierst du eben bewusst irgendwie auf andere Sachen zu schauen. So. Ja, ja. Und Michelle Kalt macht ja auch... ja, sie ist Anwältin, ja. Anwaltsjokes. Genau, genau. Ja, könnten wir uns mal zusammen tun, die lustigsten Anwaltsjokes. Man, okay. Ja. Nein, es ist halt schwierig, weil schwierig im Sinne von, ich habe mir jetzt auch mal überlegt, es sind jetzt, weißt, die geilsten und die die lustigsten Rechtsfälle irgendwie aufzuzeigen. Mhm. Aber für das, also, habe ich wirklich, es ist zu zeitintensiv. Also ich kann jetzt nicht jedes Bundesgerichtsurteil oder jedes Urteil vom Obergericht Zürich durchlesen. Yeah, yeah. Und ich könnte vielleicht schauen, was die Lokalzeitungen schreiben oft über so Sachen. Mhm. Also was jetzt Bezirksgericht, keine Ahnung, Andelfingen, Winterthur, Affolter, was die so gemacht haben. Aber es ist nochmal wie nochmal ein zweites, wirklich noch ganz andere, ja, wie nochmal ein neuer Job. Also, aber ich wollte unbedingt noch ein bisschen mehr mit Jus machen, weil ich glaube, es hat sehr viel Potenzial, aber ich habe es wie noch nicht geschafft, das so richtig, dass irgendwie, das ist immer noch, ich habe das Potenzial noch nicht irgendwie erschlossen. Ich glaube, müsste oder würde ich dann irgendwann schon auch noch finden, einen Weg. Ja, ein Solo-Programm hast du schon und viele Leute sagen, ich persönlich habe es nicht einmal so empfunden, wobei nein, stimmt nicht, ich habe es dort für 2 Monate habe ich sehr so empfunden, das zweite Solo-Programm das schwierigste ist. Ja, schon. Weil man hat ja beim ersten eben so quasi alles rausgelassen, was man hat wollen, nach 25, 30 Jahren, wie lange auch immer. Und beim zweiten ist dann so, was jetzt? Ja, eben. Also ich glaube, es hilft sicher, wenn da ein bisschen Zeit vergeht zwischen dem ersten und dem zweiten, jetzt in meinem Fall, dass ich da noch ein bisschen anderes Zeug erlebe und vielleicht sogar fast in einer anderen Lebensphase bin oder so. Ich weiß auch nicht, ein bisschen das, was ich jetzt die letzten vielleicht paar Monate oder Jahre erlebt habe, dass das reinkommt. Mhm. Aber wenn du mega schnell ein neues haben musst, also wenn du machst ja recht schnell, du hast jedes Jahr gefühlt, habe ich das Gefühl. Ja, mittlerweile ist es jedes Jahr. Dann finde ich es dann gerade nochmal doppelt so schwer. Also. Ja, aber es ist nicht mehr... Eben, es ist nicht mehr das Zweite. Ja, ja. Sondern irgendwann gibt es wie einen machbaren Weg. Ja, ja. Weißt, wo man so, ich habe schon gewusst, ich habe genug Material für mehrere Programme schon an sich. Ah, cool, es ja. Es wird dann nochmal Neues dazukommen. Und also ein bisschen verschiedene Pläne kam mit, zuerst will ich mal so, dann will ich, dann will ich ein Programm machen, das eher so ist. Eben, wie mit denen. Griechische Komödie. Wie mit den Songs, mit den Musikstil, die wir eigentlich davor hatten. Oder? Das nächste wird ein Konzeptalbum. Also okay, sehr schön. Aber halt so ein bisschen nicht jedes Mal das Gleiche. Weil dann müsste ich nicht immer ein neues Programm machen. Das ist mir auch bewusst. Oder? Also, wenn du jetzt würdest machen, Newsländer 2, dann tust du lieber beim ersten 2, 3 neue Sachen reinbauen und halt es bei dem. Aber ob voll Fahrt. Ich habe den Titel fürs Nächste, ja. Aber bei mir ist wirklich sehr bewusst gesehen, ich mache immer etwas ganz thematisch komplett anders. So. Ja, ja. Also, weil ich auch nicht die offensichtlichen die Lebensbereiche oder so die Traits. So, ja, voll. Weißt? Weil nicht mega... nicht mega arm aufgewachsen oder mega reich. Schön, also, dass du Ausländer damit synonym von arm siehst. Nein. Ja, ich weiß. Das ist gemein. Nicht. Das ist sehr gemein. Nein, sondern halt einfach so. Ja. Weisse, männliche Schweizer. Ja. Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Französisch, aber ich bin trotzdem in der Schweiz geboren, in der Schweiz aufgewachsen. Und das sind jetzt auch nicht so, sind jetzt auch nicht Länder, die mega weit entfernt sind. Also, wäre aber schon geil, wenn du so ein mega Migrations, weißt du, so Ethno-Comedy machst über das Französisch sein. Von Französisch und Deutsch, weißt du? Irgendwie so ein Baguette in Zürich. Eben, mit einem Baguette und einem Beret. Und dann aber mit grossen Bier und einer Weißwurst, weißt du, so auf dem Baguette. So schlecht. Nein, das ist so. Ich würde es geil finden. Das Dreiländereck ist halt wirklich bei mir verbunden. Aber sonst, eben noch männlich. Ja, aber ich glaube, sehr männlich, nicht sehr weiss. Und halt so, auch nicht große, ein bisschen in der Versicherung geschafft. Ja, ja. Aber hauptsächlich immer schon in den Medien und eben Medien interessieren die Leute auch nicht so wahnsinnig, wie man das Gefühl hat. Also weißt du, die 17. die Insider-Story, wie dort gefilmt wird, das interessiert keine Sau, sonst wäre echt lustig gewesen. Oder? Aber ich habe das Gefühl, also der Punkt wird bei mir sicher auch kommen, wo jetzt mal die Leute genug Ethno-Comedy haben und genug, also weißt,
Balkan-Jokes werden immer ein Teil von mir sein, weil es halt einfach ich bin, aber ich bin dann auch froh, wenn ich mal irgendein anderes Gebiet habe. Also von dem her, ich glaube, es ist einfach eine Frage von der Zeit, bis ich mal auch ein bisschen von dem wegkomme und halt in deine Richtung gehe, im Sinne von, jetzt bin ich weg von all diesen Nischen und mache einfach lustiges Zeug, egal was. Das ist eben erst befreiend. Ja, und ich habe das Gefühl, am Anfang ist es sicher ein verdammt geiler Start, also die Kombination, die ich habe, aber auf lange Zeit werde ich wahrscheinlich das Gleiche haben wie du halt, ja. Dann kommt wahrscheinlich bei mir auch so jahrelang mit Sex und Toilette. So mit 40. Du hast die Phase mit 22 gehabt und ich so mit 42. Umso krasser. Nein, aber das ist dann wirklich das Befreiende, wenn du einfach das Gefühl hast, ich kriege es an, dass die Leute einfach eine Stunde, eineinhalb gut unterhalten werden. Ja, voll. Und wenn man dort ist, eben, dann ist es dann so... über was rede ich jetzt als Gesamtes? Ja. So, sondern ich finde auch Netflix-Specials, du siehst wenig mit einem spezifischen Thema. Ja, absolut. Wenn dann ist es sehr, sehr explizit. Ja. Stand-up for Drummers. Das war wie, wenn du würdest machen, Stand-up for Youth. Studenten, ja. Genau. Ja, also, das ist dann so spezifisch, wo du, dort kriegst du dann irgendwie nicht so wirklich einen Zugang. Ja, absolut. Wenn es nicht dein Thema ist. Ja. Aber ich finde trotzdem, also das mit der Solo, oder was ist Plural? Soli? Mit dem Solo-Programm. Mit dem Programmer. Ich habe mit meinen... Programmi. Ich habe mir schon, also mit Solo-Programm... Heißt das S am Schluss? Ja, und ER noch. Programm. Ich sage Soli, das klingt verdammt geil. Mit der Soli ist sicher so, dass das zweite und das dritte, kann man vorstellen, schwerer sind, aber allgemein eben... ich weiß nicht, mein erster Auftritt und wenn ich jetzt auftreten muss, das ist halt schon, sind schon Welten, also auch was die Nervosität angeht. Ich weiß nicht, ob ich sonst jemals in meinem Leben so nervös gewesen bin, wie bei meinem allerersten Comedy-Auftritt im Comedy-Haus Zürich. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe das Gefühl, hey, ich stirb jetzt dann im Fall. Also ich habe gedacht, ich nicht mehr gerade, also weißt du, stehen, ich habe zitternd und Angst gehabt und es sind wirklich... 7 Leute vielleicht im Publikum gesehen. Gut, das macht fast nervöser, das kann man vorstellen. Ja. Und scheiße, ich bin dort den ganzen Tag so nervös. Ich habe es niemandem gesagt, nur meiner Freundin. Und irgendwie eine halbe Stunde vorher... Ist sie gekommen? Ja. Nein, die erste Auftritt ist deine Freundin gelungen. Meine Ex-Freundin. Nein, wir sind immer noch zusammen, darum ist alles gut. Aber und ein paar Kollegen habe ich dann noch angerufen, weißt du, so eine halbe Stunde vorher. Wenn ich gewusst habe, ich habe mich angemeldet, ich mache es jetzt sicher. Aber dann sind wirklich noch 2, 3 vorbeigekommen. Aber ich bin verdammt nervös und von dem her, alles was ich jetzt mache, ist schon um einiges chilliger, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei deinem ersten. Bei meinem ersten Stand-Up-Auftritt bin ich nicht nervös gesehen, aber als ich das erste Mal Theater gespielt habe, das ist halt nochmal 8 Jahre vorher gesehen, 6, 7, sowas. Dort ist es wirklich ganz krass gesehen, weil das ist quasi das erste Mal gesehen vor Publikum. Ja. Und irgendwie in meinem Kopf habe ich mir einreden können, du bist jetzt schon 300 Mal auf der Bühne gestanden mit Theaterspielen und dort habe ich zum Teil auch Sachen moderiert, wo du dann auch ein bisschen einen Joke machst. Das hilft schon mega. Dass dann quasi fast noch weniger Nervosität rum war, weil ich gewusst habe, jetzt bin ich nur noch ich. Ja. Also ich bin nicht abhängig von irgendwelchen, gibt mir die Person Stichwort, funktioniert irgendwie das Telefon im richtigen Moment läutet auf der Bühne und so Sachen. Ja, das stellen wir auch noch stressig vor, ja. Und darum ist das eigentlich fast beruhigend. Aber beim ersten Theaterauftritt habe ich mir durch die Türen reingekommen. Am laufenden Baum. Ich musste sagen, Halli, hallo, der Max ist da. Weil ich so einen Hotellehrling gespielt habe. Und dann habe ich führen laufen zu der Person, die ich wirklich angespielt habe. Oder? Und das ist so krass gewesen, weil halt, wo du führen läufst, hast du die 350 Leute, die immer näher kommen. Und du merkst, weil du hast noch nie die Situation gesehen. Es ist dunkel, aber du merkst, es sind Leute da und die lachen. Und dann habe ich gemerkt, zum Glück habe ich eben so einen Hotellehrling gespielt, mit viel zu grossen Hosen, dass die Leute nicht gesehen haben, wie meine Knie geschlottert haben. Oh, weil, nein. Wirklich, ich habe es gemerkt. Wie alt warst du denn? 19. Krass. Und meine Schultern sind, ich habe etwa 60 Auftritte, sicher. 2 Theaterstücke hatte ich meine Schultern da oben. Okay. Ich habe nur so gespielt. Also hat die Rolle passt vom Lehrling, oder? Jetzt, ich glaube, es hat schon passt. Und vor allem, was eigentlich noch entscheidender war, stimmlich hat es funktioniert. Das heisst, jetzt steht er vielleicht ein bisschen komisch da, aber der hat dann auch noch irgendwie so einen grossen Blazer. Und dann merkt man es jetzt. Aber ich habe konstant Schultern aufgezogen. Ja. Und am Anfang, wirklich die Knie, ich habe es gemerkt, wie sie einfach...
they're gone. Also die sind einfach, krass. Die sind so hart am Zittern und am Wackeln gesehen. Und ich auf, und dann eben, musst du dich auf das konzentrieren. Ja, so, ja. Hoffentlich sieht es niemand. Ja, und du hast so eine scheiß Buntfaltenhose. Shit, wenn man dann dort sieht, wie die Falte immer so vibriert. So und darum, ich kann es extrem nachvollziehen, aber bei effektiv Stand-up habe ich es dann nicht mehr gehabt. Ich habe mega, ich habe wahrscheinlich auch mega aufgehypt, weißt du, so, hey, das ist mein Traum, wenn das jetzt nicht funktioniert, würde ich nie meinen Traum erfüllen und unglücklich sterben. Und ich habe mir einfach noch viel mehr Druck gemacht und darum das wahrscheinlich auch. Und ich hatte auch dann am Anfang ein paar Auftritte gehabt, wo ich einfach voll auf Autopilot war. Mhm. Also weißt, ich komme auf die Bühne und dann ist wie so Blackout so halb. Ich sage meinen Text, ich mache alles gut, Applaus und alles easy und ich komme zurück und so, wow, fuck, ich habe gar nicht gecheckt, dass ich jetzt 7 Minuten lang irgendwie Jokes erzählt habe. Ja, ja, es ist einer der wenigen Jobs, wo du halt wirklich nicht kannst den Moment geniessen. Also schon mit der Zeit finde ich eben schon. Also jetzt sicher viel, viel mehr. Und wenn klar, du kannst mehr geniessen, aber du kannst nicht. Ich denke das manchmal, eben, wenn ich Konzert sehe und halt einfach mal, wenn jetzt gerade die Band am Spielen ist, und irgendwie einer hat ein Solo oder so, oder zwei haben Soli, dann kannst du als Sänger, kannst du einfach mal, nur eine halbe Minute, aber kannst du mal schnell anstehen und kannst ein bisschen den Raum anschauen, und ein bisschen die Energie spüren. Das kannst du nicht, wenn du Stand-up machst. Ja, du musst halt schon immer einfach 100% da sein und auf jeden Scheiß reagieren. Wenn mir eine Flasche umgeht, muss es fast immer kommentiert werden. Oder halt auch nicht. Aber du musst es wie checken, du musst wie mega präsent sein, das ist sicher. Aber wenn ich dann merke, bei einer Solo-Show, es läuft huere gut, das sind wirklich meine Leute und wir verstehen uns, dann genieße ich es eben schon. Ja, ja. Also weißt, wenn dann wirklich auch das Material das ist, was ich schon 100-mal getestet habe, aber so neues Material testen, egal wie lange es machst, irgendwann eben im Longstreet, Open Mic, 30, 40 oder 30 Leute, ich bin immer noch verdammt nervös. Also niemand steht gerne da nach einem schlechten Joke. Nein, klar. Aber die Angst geht weg, die Welt geht nicht unter, wenn es passiert. Das checkst halt mit der Zeit. Genau, das ist das Geile am Stand-up, weil das holt dich auch immer wieder zurück. Ja, voll. Auf Boden von der Tatsache. Wie man so schön sagt, ja. Schöner Schluss. Ja, ich habe es verstanden. Aber ich habe noch... Ja, willst du noch etwas erzählen? Nein, also sehr unterhaltsam gewesen. Hey, anytime, Wiederholung. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, bist du gekommen. Ja, hey, danke dir. Alles schön. Liebe. Merci. Stay healthy. Mach ich stay du auch. Stay safe. Und viel Erfolg. Bis bald. Ja, ciao zusammen. Peace. Bye.